Meine Lieben, ein herzliches Willkommen. Hallo. Ihr habt euch ja alle schon versammelt. Ich gucke schon ein paar Minuten hier dem Chat zu. Das ist ja wunderbar. Hallo. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe es ja schon angekündigt. Die Steffi ist heute wieder bei uns und wir halten uns jetzt mal ran. Ich weiß, das seid ihr überhaupt nicht gewöhnt, weder von mir noch von unserem klassischen Dienstag. Aber wenn wir die Steffi haben, dann sollten wir doch alles rausholen, was rauszuholen ist. Wir werden mit Steffi gemeinsam einen Block nähen und noch ganz viel Schönes lernen. Und deshalb möchte ich als allererstes dich, liebe Steffi, hier bei uns begrüßen. Ein herzliches Hallo aus Bochum nach Köln. Hi. Ein herzliches Hallo zurück aus Köln. Ich hoffe, meine Internetverbindung, die erlaubt das heute, dass das alles gut funktioniert hier. Aber ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Dritte Mal jetzt schon. Ja, du bist ja ein so gern gesehener Gast. Ja. Am liebsten jedes Mal, aber das ist uns nicht vergönnt. Aber wenigstens so ab und zu mal. Ja. Deine Tipps und Tricks sind Tipps und Tricks, da hänge ich immer, sind hier ausgesprochen beliebt. Ja, also, macht auch Spaß. Sehr schön. Ich muss jetzt einmal sicherheitshalber fragen, kann man uns beide gut hören, wenn wir in dieser Einstellung sind? Eigentlich müsste das jetzt klappen, aber nur mal, um sicher zu gehen. Nicht, dass ihr jetzt kein Wort versteht und wir die ganze Zeit fröhlich vor uns hin quatschen. Ja, schreibt Manuela. Ist das für uns gerichtet? Ich hoffe, das ist die Antwort auf meine Frage. Also, liebe Steffi, wir haben ja ich höre euch gut. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Wow. Liebe Steffi, wir haben ja zum dritten Mal gemeinsam eine Box gemacht. Und ja. Das macht mir immer unheimlich viel Freude. Das ist ja schon ein etwas dynamischer Prozess. Wir entscheiden da viel zusammen. In diesem Fall hattest du gar nicht mehr so viel Mitspracherecht, was die Stoffe betraf. Das war bei der letzten Box ja anders. Die haben wir auch, was sie. Die haben wir komplett gemacht. Die haben wir komplett gemeinsam gemacht. Diesmal musstest du mit dem leben, was wir schon ausgesucht hatten. Und ja. Ich bin total froh, dass du so was Schönes daraus gemacht hast. Wir haben uns ja so ein bisschen vorgenommen, mit jeder Box unseren Abonnenten ein bisschen etwas beizubringen. Also soll nicht nur Freude machen beim Auspacken, sondern im glücklichsten Fall freue ich mich immer sehr, wenn jeder etwas Neues lernt oder irgendeine Technik vertieft. Und ich fand das so schön bei unserer Februarbox, wie viele danach ans EPP gekommen sind. Und das habe ich vor allem über Instagram immer gesehen. Da kamen mir die tollsten Kreationen und da stand dann immer drunter, ich habe das erste Mal gemacht oder ich habe jetzt erst angefangen mit der Box. Da geht mir total das Herz auf, wenn ich sowas lese. Und, ja, mir auch. Ja, ne, das war herrlich. Ich finde das wunderschön. Ja. So, und ich hoffe so ein bisschen, dass uns das nochmal gelingt. Wir haben uns ja diesmal so eine absolut klassische Patchwork-Technik vorgenommen, von der ich aber glaube, dass jeder die schon können sollte, weil sie in sehr, sehr vielen Quilt-Schnittmustern vorkommen. Und damit da keiner verzweifelt, haben wir gedacht, das wäre es ja jetzt. So, genau. Jetzt aber genug von mir, Steffi. Ja. Ich schalte ja zu dir. Genau. Ich glaube, wir haben angefangen tatsächlich, wir haben Stoffe, was können wir zeigen? Und dann kamen wir auf die Half Square Triangles, kurz HST. Die Idee kam mir sogar, weil eine Freundin von mir vor kurzem angefangen hat zu nähen und mich gefragt hat, was ist denn das überhaupt, weil sie davon gelesen hat. Und deswegen haben wir gedacht, wir zeigen das jetzt mal. Und dann habe ich habe halt hin und her überlegt, welches Schnittmuster, was könnte man denn jetzt machen? Ich glaube, den Tischläufer hatten wir uns noch zusammen überlegt. Ne? Und dann habe ich geguckt, welchen Block, wie könnte man den halt gestalten? Und dann kam ich auf diesen Stern und Stern. Das ist ja so ein ganz klassischer Block. Da kann man ganz wunderbar HST dran üben oder lernen. Und HST heißt eigentlich, also Half Square Triangle. Und es ist einfach ein Quadrat, das mit einer Linie getrennt ist, diagonal in der Mitte, und mit dem man extrem variabel ganz viele verschiedene Muster legen kann. Also wenn man sich mal so Schnittmuster anguckt, in unglaublich vielen Schnittmustern sind die drin, und es gibt auch viele Schnittmuster, die sehen komplett anders, also voneinander unterschiedlich aus.
nutzen aber teilweise alle nur HST. Also das ist echt extrem vielseitig. Und es gibt so ein paar, also es ist nichts Kompliziertes, aber es gibt so ein paar Tricks und Kniffe, ein paar Dinge, die man beachten kann, die den Prozess so ein bisschen vereinfachen und vielleicht auch einfach so ein bisschen über die erste Verwirrung hinweg helfen. Und vielleicht haben es ein paar schon gesehen. Ich habe auf Instagram so Tutorial-Reels gezeigt, wo ich quasi meine drei liebsten Wege gezeigt habe, wie ich persönlich HSTs mache. Es gibt noch viel mehr Wege und jeder hat da so seine persönliche Präferenz. Aber ich habe gedacht, die drei zeige ich heute auch nochmal für die, die nicht auf Instagram sind und die das halt da nicht sehen können. Beziehungsweise kann ich mir hier auch nochmal ein bisschen Zeit lassen und habe mehr als 30 Sekunden, die ich für das Reel habe. Soll ich direkt starten, Barbara? Soll ich mal einen zeigen? Oder? Total gerne. Ich habe gerade gelesen, als wir die Kamera nur auf dich gerichtet haben, dass es sehr geheilt hat und dass es etwas stockend war. Bei mir war das nicht so. Ich habe dich völlig normal gehört und es hat auch nicht gestockt. Und jetzt frage ich mich gerade, ob das tatsächlich an der Einstellung liegt, dass es vielleicht einfacher ist, wenn wir jetzt in dieser Doppelansicht sind, was das Bild etwas verkleinert, das ist nicht so glücklich. Aber wenn jetzt, wo Barbara mit im Bild ist, ist es besser. Okay, dann lass uns das so machen. Wir würden oder? Das jetzt so machen. Das würde jetzt vielleicht bedeuten, dass du die Dinge etwas deutlicher zeigen musst, weil dein Bildschirm etwas kleiner wird. So machen wir es. Ich habe mein Mikro auch noch mal ein bisschen leiser gemacht. Gut, vielleicht ich hilft hoffe, das liegt jetzt tatsächlich daran und ihr könnt es jetzt ein bisschen besser sehen. Das ist natürlich etwas mühsam. Wir haben jetzt so eine Dreiecksverbindung aufgebaut. Das ist nicht so ganz einfach. Okay. Bei mir halt es nur, kein Stocken. Steffi halt trotzdem. Wie kriegt okay, man halt also ich habe mein Mikro jetzt ein bisschen leiser gemacht. Das hat man, glaube ich, schon mal so eine Doppelung, dass quasi also das, was ich höre, bei euch halt. Ich hoffe, ich muss dich nur noch irgendwie hören können. Okay, pass auf. Ihr seid leider etwas verschwommen. Also hier ist alles scharf. Steffi halt extrem. Ton ist besser. So, ihr Lieben, wir machen das jetzt einmal einen kleinen Versuch nochmal. Ich mache nochmal auf die Steffi. Steffi gibt uns nochmal einen Satz zum Nachdenken und wir gucken mal, wie das jetzt wird. Deine Chance, Steffi. Test, Test, 1, 2, 3. So, ich glaube, Mikro leiser ist schon besser. Oder dein Mikro aus. Ah, okay, pass auf. Ist es jetzt besser? Kannst du mich denn hören, wenn du deins jetzt ausmachst? Ich höre dich jetzt relativ schwach, aber ich kann dich hören. Ist das der Trick? Ihr Lieben, gebt mir einmal noch mal ein kurzes Feedback. Alles gut. Ich höre alles gut. Ton schlecht, Bild gut. Also ich glaube, mehr Tricks haben wir nicht auf Lager, wir kleinen Hobbytechniker hier. Besser, ja, ist besser. Okay, alles klar. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil ich höre dich jetzt sehr leise. Aber alle anderen hören dich gut. Ja, jetzt ist top. Okay, das war der Trick. Alles klar, Entschuldigung. So, jetzt Steffi, volle Aufmerksamkeit auf dich. Alles klar. Und dann, also wie gesagt, drei Methoden habe ich gedacht, zeige ich heute, wie man HSTs näht. Und Methode 1 ist quasi die klassische Methode, also zwei HSTs gleichzeitig, ohne irgendwie Verschnitt zu haben, zu nähen. Man fängt an mit zwei Quadraten, die etwas größer sind als das HST, was du letztendlich final haben willst, also mindestens einen halben Inch größer. Es gibt Tabellen dafür, man kann es aber auch einfach mal mit Resten ausprobieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wie im Schnittmuster 2,5 Inch fertige Quadrate haben möchte, dann starte ich mit 3 Inch Quadraten oder ein bisschen größer. Ja? Und dann fange ich damit an, indem ich auf der Rückseite von einem von diesem Quadrat eine Linie einzeichne, einfach diagonal von einer Ecke zur anderen. Ich mache das jetzt einmal. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt kippe, bin ich eh nicht so groß, dann sieht man das wahrscheinlich nicht, eh nicht so gut. Ich mache das jetzt einmal und zeige euch das. Du, die Gabi möchte gerne nochmal, bitte gerade darum, dass du den Begriff nochmal erklärst. Was sind Half-Square-Triangles? Ja, also
HS, also HST oder auf Englisch HST steht für Half Square Triangle. Und das ist halt ein Half von einem Square Quadrat und es bildet ein Triangle. Ne? Also die Hälfte von einem Quadrat, die ein Dreieck bildet. Ganz genau. So sieht es ja dann fertig aus. Genau. Half Square Triangle. Und abgekürzt wird es eigentlich überall als HST oder englische Buchstaben HST, wenn das dann, wenn man das so sagt. Ja. Okay, also ich habe eine Linie eingezeichnet. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Die zeichne ich persönlich tatsächlich mit Frixion ein oder auch mit einem Kuli, weil das ist eure Schnittlinie. Also das ist nicht schlimm, wenn da irgendwie ein Rückstand von irgendwas bleibt. Es muss kein teurer Stoffstift sein. Und was ich hier noch, was ich noch erzählen wollte, kennst du den Sandpapier-Trick, Barbara? Nee, ich habe den bei dir gesehen. Willst du den? Ja. Zeig mir den mal. Ich habe den in deinem. Und zwar passiert, ich kipp jetzt doch mal, dann kannst du einmal gucken. Mach mal. Ja. Die Regina sagt gerade, man nennt die auch Halbquadratdreiecke im Deutschen. Quadrat. Ja, ist ja dann quasi echt wörtlich übersetzt, ne? Oder ja. Schnelle also ich Dreiecke. Ja, okay. Ich mache es jetzt nochmal hier auf dem anderen Quadrat. Manchmal passiert das, oder es passiert gerne, dass wenn man das so auf einer Schneidematte oder auf dem Tisch hat oder so und dann sich die Linie anzeichnen will, dass dann gerade halt diese Ecken, wenn man nicht gerade total fester auf das Lineal drückt, beim Zeichnen rutschen mir die gerne mal echt so an den Seiten weg und dann kriege ich halt so eine schiefe Linie, gerade an der Ecke hier. Oder auch wenn man so Appliqué oder sowas, Formen anzeichnet oder sowas. Und manchmal ist halt der Stoff rutschig, je nach Unterlage, mal mehr, mal weniger. Und ich lege mir das dann immer auf so feines Sandpapier und dann rutscht halt kein Stoff mehr. Also da kann ich, da brauche ich auch dann nicht mega fester aufs Lineal drücken oder so. Ich kann halt, ohne dass mir hier meine Ecken wegrutschen, einfach meine Linie ziehen. Ja. Mein Sandpapier sieht mittlerweile echt schlimm aus, aber ja, das war so eine 1,50 Euro Investition im Baumarkt, die jetzt für immer hält quasi. Ja, also Linie haben wir gezeichnet und jetzt legen wir Quadrate rechts aufeinander, möglichst genau übereinander und dann pinne ich mir die. Moment. Jetzt kommen die ersten Fragen. Darf ich dir einfach dazwischen grätschen? Ja, leg los. Mhm. Die Ute möchte gerne wissen, also erstmal, dass das ein super Tipp ist, findet die Susanne. Und die Ute sagt, fragt, ob dabei das Lineal zerkratzt mit dem Sandpapier. Ich guck gerade. Also meinen sie sowieso ein bisschen verkratzt? Ich weiß nicht, ich glaube nicht vom Sandpapier. Also es ist nicht extrem. Ich hätte jetzt gedacht, wenn das keine dolle Körnung hat, dann wird das kein Problem sein, oder? Es kann schon sein, dass es ein bisschen kratzt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich schiebe. Aber ist ja auch ein Werkzeug so lineal. Ja, genau. Also ich glaube, mir persönlich, ich muss die eh regelmäßig erneuern, weil ich mir die Ecken immer hier mit dem Wollschneider dann mit der Zeit irgendwie. Das geht bei mir auch also am ersten kaputt, die Ecken. Die Regina und die Nadja wüssten gerne, welche Körnung du gekauft hast. Das steht das Feinste, was ich gekriegt habe. 320. Das war tatsächlich das Feinste, was sie da hatten. Aber es ist gar nicht so wichtig. Also ich glaube, fein ist gut, weil sonst hast du halt so eine ruckelige Linie mit dem Stift. Ne? Aber ja. Super, vielen Dank für den Tipp. Die zweite Frage, die gerade diskutiert wird, ist, was ist, wenn man jetzt gar kein Inch-Lineal hat, sondern Zentimeter-Lineal? Also also in meiner Wahrnehmung kann man natürlich all diese Dinge auch mit Zentimeter machen. Ich rate nur immer, ich mach mal eben hier, dass man mich auch mal sieht. ich rate immer davon ab, ein Inch-Schnittmuster in Zentimeter umzurechnen. Das führt zu absolutem Chaos. Ein Inch sind 2,54 Zentimeter und je wilder die Abmaße werden, desto mehr hast du Rundungsverluste. Es ist super aufwendig, du vertust dich ganz, ganz schnell und es ist fast schon eine Glückssache, dass am Ende alles zusammenpasst. Also ich persönlich habe zwei komplette Sätze. Ich habe Zentimeterlineale
Nicht viele, weil ich die wenig benutze. Da habe ich nur diese kurzen, für die ich für Kleidung nutze, um den Saum zu messen. Ich nutze ein Gro also 6x24 Inch, dieser 15x60 cm. Das habe ich auch in Zentimeter, wenn ich deutsche Taschenschnitte nähe. Alle anderen habe ich in Inch. Das ist bei Ja. mir so. Wie machst du es? Ich habe es genauso. Also ich habe es genau andersrum. Nee, doch, ich habe es genauso. Also ich habe alle in Inch. Ich glaube, mein erstes in der Größe war tatsächlich auch Zentimeter und habe dann aber ganz schnell mir noch eins in Inch angeschafft, weil wirklich fast alle Schnittmuster in Inch, also Quilt-Schnittmuster in Inch angegeben sind. Und für mich hat sich echt nach, also die Arbeit alleine, das dann alles immer wieder hin und her umzurechnen, das immer so, die sind jetzt nicht günstig, aber zumindest ein Inch-Lineal zu besitzen, ich glaube, das macht schon echt Sinn, ne? Ja. Wenn du nur ein Lineal hättest, in Inch, welches wär's? Das wär's. Und das ist 6 Inch mal 6 mal 12 Inch. 6 6 mal mal 12 12 Inch, Inch. okay. Genau, ja. Das ist halt nicht, ich habe auch total gern, ich habe ja noch so ein großes 15 mal 15 Inch. Das habe ich eine Zeit lang auch sehr viel benutzt, jetzt nicht mehr so. Also ich glaube, der einzige Nachteil an diesem Lineal ist, wenn man lange Streifen von der Meterware abschneiden muss. Da muss man halt relativ oft schieben, ne? Und dann durch das ganze Schieben kommen dann doch immer mal wieder auch ein bisschen, wird es dann doch ein bisschen schief und dann muss man wieder die Bahn begradigen und so weiter. Das ist so der einzige Nachteil, den ich daran sehe. Deswegen ist das nächste, was ich mir danach anschaffen würde, wahrscheinlich ein langes Lineal. Also ich habe noch eins, das ist 6x24. Das finde ich super für Meterware zuschneiden. Und dann das hier, aber das ist echt Bequemlichkeit. Das ist 6x6 Inch. Weil das jetzt auch gerade hier für sowas, das ist halt ganz schnell, ne, das ist mir nicht so im Weg. Damit kann ich ganz schnell arbeiten und schneiden. Mehr habe ich nicht. Ich habe diese drei Lineale, mehr habe ich nicht. Also noch eins mit Zentimetern, aber Ich habe noch eine mehr. Schublade voll Fehlkäufe. Also es ist nämlich, es ist in der Tat so. Also meine Wahrnehmung. Es mag unterschiedlich sein, je nachdem, welche Schnittmuster man gerne näht, dass man zu bestimmten immer wieder greift. Aber in meiner Wahrnehmung braucht man nicht viele Lineale fürs Ja. Glück. Also was ich noch super, Okay. super toll finde, ist so ein Strip-Ruler, also so ein Lineal, das so, also so Rillen hat, so Einkerbung. Ich Ja. habe gerade irgendwie so einen Hänger, womit man sehr, sehr schnell Massen zuschneiden kann. Das möchte Das ich nie fehlt mir wieder noch. missen. Das ist noch auf meiner Aber Wunschliste von diesen, tatsächlich. also mir geht es da ähnlich wie du. Ich brauche nicht viel mehr als das, was du gesagt hast. Ja. Es kommt auch so immer sehr darauf an, man muss halt überlegen, was genau nähe ich persönlich denn. Ne? Also es gibt halt Leute, die nähen vielleicht ganz viel und ganz gerne mit so Triangles und Dreiecken und so. Und für die macht vielleicht so ein Speziallineal für Dreiecke noch sehr Sinn. Das mache ich jetzt nicht. Deswegen macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Ich habe so Oder Lineale für Kurven. Kurven und was weiß ich. Ja, mich Pff, kann es ja mit Kurven jagen. Deswegen habe ich kein Kurvenlineal. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Es ist nur um einen Tipp zu geben, was man nicht braucht. Ich versuche mal gerade hier mitzubekommen. Mal 4,5 findet die Ina sehr praktisch für die Korrektur der Half-Square-Triangles. Und dann wird darüber diskutiert, ob Creative Grids weniger Eckenbruch hat als OmniGrid. Oh, ich habe noch nie Fachdiskussion. einen Zetteln von wir jetzt gar Creative nicht Grids an. gehabt. Ja. Habt ihr schon etwas zum Stoffzuschnitt gesagt? Ja, da würde ich dich jetzt nochmal bitten. Da haben wir Stimmt. drüber gesprochen, dass wir da nochmal explizit Sollten drüber wir noch sprechen. Und sagen. Diana hat gesagt, das Lineal heißt Shape Cut Plus. Genauso heißt es. Vielen lieben Dank. Wir haben es auch im Shop. Ich liebe es sehr. Danke, Diana. Stoffzuschnitt wollten wir Stoffzuschnitt, ne? Du besprechen. warst Das gerade ist kurz mir weg. wichtig, dass wir das einmal vor dem Ja. ersten Zuschnitt sagen. Möchtest du? Genau. Bitte? Möchtest du das Sag eben nochmal. nochmal sagen? Ja, genau, mache ich. Ja, also ich habe tatsächlich aus den Stoffen, die wir in der Box haben, alles rausgeholt
Und wir brauchen wirklich, insbesondere von den gemusterten Stoffen, wirklich fast alles. Da bleibt am Schluss nicht viel übrig. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich, wenn man den gesamten Tischläufer nähen möchte, auch an den Zuschnittplan hält. Also wir haben extra so eine Grafik gemacht. Da kann man dann halt sehen, wie genau muss jetzt mein Fat-Aid ausgerichtet werden und dann entsprechend halt die Streifen dann in Unterblöcke zuschneiden, damit man damit auskommt. Weil die Einzelteile sind doch relativ groß, ne? Es sind 4,5 mal 4,5 Inch Blöcke, 3 mal 3 Inch Blöcke und 4,5 mal 8,5 Inch Blöcke. Das heißt, wenn man da dann irgendwie aus Versehen zu schmalen Streifen übrig hat, dann hat man ein Problem. Deswegen lieber noch 2 oder 3 Mal kontrollieren, dass man es dann auch in der richtigen Breite zuschneidet und auch zum Beispiel das Fat-Aid oder das Reststück dann richtig ausgerichtet hat, damit es zum Schluss nicht Schwierigkeiten gibt, ja. Genau. Wir brauchten ja für dieses Schnittmuster oder überhaupt, um eben Patchwork-Schnittmuster umzusetzen, braucht man schon eine gute Stoffvariation. Und das ist natürlich für uns in der Box eine Herausforderung. So viele Farben. Also wir hatten jetzt 12 Stoffe in der Box. Das ist für uns schon wirklich Oberkante, Unterlippe, was wir schneiden, falten und packen können. Ist aber jetzt einfach der Tatsache geschuldet, dass da ein bisschen Variation ist. Aber es passt wunderbar, aber ein bisschen aufpassen, okay? Genau, ganz genau, ja. Und vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob das verwirrend war oder nicht, deswegen erkläre ich es jetzt noch einmal. Also, wir haben die Sterne so gemacht, dass man einen gemusterten Stoff in der Mitte hat und für den großen Stern jeweils 2 gemusterte Stoffe nutzt. So. Wenn man jetzt den Tischläufer macht, dann hat man 3 große Sterne, ja, die jeweils 2 gemusterte Stoffe als großen Stern haben. 3 mal 2, das sind 6. Das heißt, man muss jeden gemusterten Stoff einmal für den großen Stern nutzen. Okay? So, und dann bleiben von allen 6 Stoffen noch gewisse Menge Stoff übrig. Und von diesen gemusterten Stoffen, von diesen Resten, darf man sich jetzt 3 gemusterte Stoffe aussuchen, die man dann in die Mitte setzen kann. Okay. Und die Fat Quarter sind der Hintergrund. Da können alle Fat Quarter, wie man möchte, genutzt werden. Man sollte sich vielleicht nur vorher überlegen, welchen möchte ich als Binding haben. Also fürs Binding braucht man einen kompletten Fat Quarter. Und das hellrosa, da wo der viele Stoff von da ist, das ist auf jeden Fall die Rückseite. Also der kann nicht eher als Hintergrund genutzt werden. Genau. Also jedes Stoffstück wird angeschnitten. Und verbrauchen. Man sollte sich vielleicht wirklich vorher dann einmal Gedanken machen und es planen und sich vielleicht nochmal aufschreiben, notieren, welchen Stoff muss ich jetzt wie zuschneiden, damit das auch alles tatsächlich passt. Genau. Ich hoffe, das beantwortet auch die Frage. Jetzt, wo ist sie denn gerade? Jetzt gucke ich gerade. Da war nämlich die Frage, ob der Zuschnittplan für einen Block ist oder für alles. Für einen. Also pro Block nutzt man einmal den Zuschnittplan für den Hintergrund, für den Fat Quarter, einmal den Zuschnittplan, der quasi nur den Hintergrundstoff, nur den großen Sternstoff hat und einmal den Zuschnittplan für den großen Stern und den kleinen Stern. Wobei man nicht, also weil man ja 3 verschiedene Farb-, also gemusterte Stoffe nutzt, nutzt man nicht. Man braucht quasi diesen zusätzlichen Innensternstoff von wiederum einem anderen gemusterten Stoff. Kann man mir folgen? Ich habe hier Also ich habe es Wortfindungsschwierigkeiten. verstanden, aber falls jemand nicht, Ulla sagt, hä? Ulla sagt ja, ja. Also vielleicht doch nochmal. Okay. Die Stoffmenge ist richtig, ist tatsächlich quasi einmal Hintergrundstoffzuschnitt, also einmal Plan C Zuschnitt, einmal Plan A und einmal Plan B. Ja, die sind ja so nach Buchstaben unterteilt, die Zuschnittpläne. Ja, also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist Plan A der für großer Stern und Innenstern, Plan B ist großer Stern und Plan C ist Hintergrund. Ja, das heißt, für einen Sternblock macht man tatsächlich einmal Plan C Hintergrund,
Ja, und man macht einmal Plan A. Und man schneidet auch einmal Plan B, aber man muss von Plan B den Innensternstoff quasi wegnehmen und sich für den zweiten Block zur Seite tun. Ja, weil man möchte ja nicht aus dem gleichen Stoff den Innenstern und eine Seite vom Außenstern haben. Ne, sonst hätte man ja dann quasi hier einmal komplett die gleiche Farbe. Ja, sondern ich nehme hier meinen hellen Rosenteil von dem anderen Stoff, den ich mit dem Plan C, Plan B Schnitt zugeschnitten habe und tausche das. Ja. Genau, Okay, ich hoffe, gut. das ist klar. Vielleicht ist es auch wirklich so ein Fall von, ich muss es einfach mal einmal nähen Ja, und dann Ina sagt gerade, du musst, um verstehe 3 Sterne zu bekommen, musst du alle drei Pläne dreimal zuschneiden. Musst du alle Pläne dreimal zuschneiden. ich. Genau, tatsächlich, genau. Ja, man muss sich nur überlegen, Da welche drei gab es jetzt Stoffe noch will ich jetzt Fragen innen haben? hinsichtlich Runterladen, Schnittmuster. Also du kannst das Schnittmuster bei uns im Shop bekommen auf verschiedenen Wegen. Die Abonnenten haben einen Gutscheincode in der Box. Damit können sie ihn kostenlos runterladen. Wir haben ihn in dieser Woche im Angebot. Das machen wir jetzt immer so in den Live-Wochen, dass so viele wie möglich mitnehmen können. Für 2,90 €. Ich finde, das ist ein ziemlicher Schnapper, wenn man vor allem bedenkt, dass dieses Schnittmuster erweitert wurde zu einem kompletten Quilt. Also in Zwei der sogar. Anleitung ist auch ein Antrag für Quilts in zwei, also ein Quilt in zwei Größen inklusive Ausmalvorlage und allem Tralafitti. Das ist schon echt. Also wer da nicht ans Quilten kommt, da weiß ich aber auch nicht. Und den kannst du aber auch ganz normal im Shop kaufen. Und das möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, weil das jetzt irgendwie komischerweise hier Rückfragen ergeben hat. Wir haben inzwischen mehrere Zahlungsmöglichkeiten. Also du kannst mit PayPal zahlen, du kannst per sofort, was geht, PayPal, Sofort Kreditkarte, Überweisung, ne? Überweisung, alles. Und sobald, wir haben da auch ein automatisches System hinter, liebe Regina, sobald die Zahlung eingegangen ist, wird das sofort freigegeben. Das ist ein automatisierter Prozess. Wir haben noch einige ganz wenige Juni-Boxen über. Wir halten die immer ein paar Tage noch zurück, weil es hin und wieder vorkommt, dass irgendwo auf den Boxen, auf dem Weg eine Box verloren geht, damit wir noch Reserve haben und ein paar Tage später stellen wir die dann frei. Also wir werden sicherlich in den nächsten Tagen noch mal ein paar wenige ins Rennen werfen. Maibock, meintest du, ne? Für Oder die sind die nie Unterseite ist ja gesagt? hellrosa vorgesehen. Welcher Stoff ist das, will die Gabi wissen. Das ist ein Bella Solid in Rosa. Ich Jetzt weiß hast du den mich. Namen Ich gerade weiß auch gerade leider nicht, nicht. was die Farbe ist. Ich glaube, die Nummer 30. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Box und Tasse sind unbeschadet angekommen. Das freut mich total. So, ich lasse dich jetzt einfach mal starten. Ja? Ja, Und ich melde habe ja mich schon sonst einfach, gepinnt, wenn noch was ne? Wichtiges ist. Also ich wiederhole noch kurz, wir sind bei Methode 1, quasi die klassische Methode, um HSTs zu nähen. Und wir haben zwei Quadrate, wir haben auf einem Quadrat eine Diagonale reingezeichnet. Ich habe die beiden Quadrate jetzt rechts aufeinander gelegt, mir festgepinnt, damit nichts verrutscht. Und jetzt ist bei Half Square Triangles wichtig, hier an der Stelle, ich nähe rechts und links neben meiner gezeichneten Linie. Also ich habe mir meine Schnittlinie quasi eingezeichnet und ich nähe jetzt jeweils einen Viertelinch neben dieser Linie einmal. Und hier an der Stelle, also bei HSTs ist diese Scant Quarter Inch Seam Allowance, also die knappe Viertelinch Naht, ist ein bisschen tricky. Aber hier an der Stelle jetzt macht es Sinn, tatsächlich auch mit einer knappen Viertelinch Naht neben der Linie zu nähen. Ich erkläre dann gleich in den nächsten Schritten mal, wann es keinen Sinn macht, also wann man das nicht machen sollte mit dem Viertelinch. Aber ich nähe das jetzt einmal, Barbara, ja? Ja. Also links und rechts einmal Viertelinch entlang nähen. Ich habe jetzt den Laptop übrigens auf die andere Seite von der Nähmaschine gestellt. Und beim ersten Mal hatte ich ja auch die Nähmaschine und es hat sich tatsächlich angehört wie eine Bohrmaschine. Also so laut ist meine Nähmaschine nicht. Ich stand nur genau neben dem Motor hier, der Laptop. Ist nicht ganz so laut diesmal. So, also ich habe jetzt genäht. Ich hoffe, man sieht das. Ich habe mir natürlich jetzt weißes Garn. Schlecht, aber meine gezeichnete Linie und das habe ich rechts und links daneben einmal entlang genäht.
Jetzt nehme ich meine Nadeln raus. Ich kippe euch so. Und alles, was ich jetzt tue, das kann man theoretisch gesehen auch mit der Schere machen, ist entlang der gezeichneten Linie einmal schneiden. So. Und jetzt habe ich zwei schon mal fast fertige Quarter-Inch HSTs. So, und jetzt vielleicht noch mal zum Bügeln. Ich werde ja auch ganz oft zum Bügeln gefragt. Also ich persönlich bin großer Fan von Aufbügeln. Barbara und ich haben da zwei verschiedene Philosophien, verfolgen wir. und ich mache das auch tatsächlich insbesondere bei HSTs, die ich so nähe, sehr gerne, weil ich persönlich, wenn ich halt drüber knicke, passiert mir das echt häufig, dass ich hier dann einfach durch das Knicken selber so ein bisschen so eine Bananennaht kriege und es nicht so ganz gerade wird. Und Nicole, bei diesen HSTs, ob du beim Nähen verriegelst? Meinst, ja, macht das einen Unterschied? Ich habe jetzt hier verriegelt eigentlich. Obwohl, ich verriegel ja auch, ich mache ja auch so Chain Piecing so gerne. Ne? Also da verriegel ich ja nicht. Also ich verriegel nicht, ich nähe durch. Ja, okay. Also wie gesagt, ich mache es gerne auf. Ich habe jetzt kein Bügeleisen. Ich mache das jetzt nur mal hier, weil praktikabel und so. Normalerweise würde ich das jetzt auch mit einem Bügeleisen machen. Ich bügele also meine beiden HSTs auf oder, also wie gesagt, es gibt keine HST-Polizei. Ihr dürft auch sehr gerne einfach nur hier quasi zur Seite bügeln, wenn euch das lieber ist. Nur habt ihr dann hier, also der Nachteil beim zur Seite bügeln bei den HSTs ist ja auch, hier habe ich jetzt drei Lagen Stoffe und es gibt oft Muster, wo dann zum Beispiel sowas aufeinander trifft hier oder sowas hier und dann habe ich teilweise hier vier Lagen, sechs Lagen Stoffe übereinander liegen. Ne? Das macht es dann auch ein bisschen tricky, meine Points zu treffen. Das finde ich mit dem Aufbügeln einfacher. Aber wie gesagt, jeder so wie er mag. Nee, da hast du auch am recht. Besten mal alles ausprobieren. Bitte? Willst du noch mal kurz sagen, mit welcher Stichlänge du nähst? Ach so, 2,5 Inch, wobei, wenn es kleinere, ach, Inch, 2,5, was ist das also dann? Also 2,5. 2,5, genau. Mhm. Wenn es kleine, also wenn ich mit sehr kleinen HSTs arbeite, dann auch gerne ein bisschen weniger, dann auch gerne mit einer 2. Und wenn ich hier so an so Ecken, Moment, also manchmal, ne, wenn ich jetzt hier quasi zum Beispiel anfange zu nähen an eine Ecke, dann wird das auch gerne mal hier so gefressen, ne? Also gerade so Fitzelchen, da macht es dann Sinn, wenn man so eine, wie heißt das, Hebamme, Maus, so. Ich finde das sehr, sehr hilfreich. Wenn man am Anfang so ein totes Stoffstück, irgend so ein Fuzel unter die Maschinen legt, dann lädt man auf dem los und von dort ab in die Blöcke, damit der nicht irgendwie diese Enden so reinfrisst, die in die Maschine. Genau, ich versuche gerade die Fragen so ein bisschen mitzubekommen. Ja. Die Feli-Mama möchte gerne wissen, was heißt knappe 1/4 Inch? Weiter weg von der Schneidelinie oder näher an der Schneidelinie? Näher dran. Also knapp heißt ein bisschen weniger als 1/4 Inch. Also weniger Nahtzugabe. Weniger, genau. Eine kleinere Nahtzugabe. Ganz genau, ja. Es kam gerade noch die Frage auf, vielleicht können wir das einmal ganz kurz besprechen, wie man denn den Gradstich einstellen muss, damit der 1/4 Inch ist. Ich möchte, also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du öfter Patchworks und deine Maschine verschiedene Nähfüße zulässt, was die klassischen modernen Nähmaschinen tun, dann würde ich dir raten, dir einen 1/4 Inch Fuß zu kaufen. Der kostet nicht die Welt und der ist auch wirklich der Schlüssel zum Glück für saubere Ergebnisse. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die auch viele Quilter nutzen und die auch funktionieren kann mit jedem Nähfuß. Und zwar ist das dieses Klebeband. Das ist ein Vagitape, das kannst du auch vor deine Nadel kleben. Und zwar richtest du diese rote Linie genau zu dem Einstichpunkt aus und klebst das gerade an deiner Maschine. Und wenn du dann hier lang führst, dann ist der Abstand zwischen den roten, dunkelblauen oder schwarzen Linien genau 1/4 Inch. Dann kannst du dir quasi damit auch helfen. Also das ist eine Möglichkeit, wenn du einen solchen Fuß nicht hast. Es ist relativ mühsam, die Nähmaschine einzustellen. Das wird nicht so akkurat werden. Und du wirst dich wahrscheinlich am Ende ärgern, dass deine Punkte nicht schön aufeinandertreffen. Das ist dann durch die schwankende Nahtzugabe. Also das wären meine beiden Tipps. Hast du noch einen, Steffi?
Ja, also manchmal hat man es auch auf der Stichplatte eingezeichnet. Dann kann man sich quasi an der Stichplatte seine Stoffkante an der entsprechenden Linie das orientieren. Das geht bei mir tatsächlich ganz gut. Wenn man eine Yuki hat, dann ist der Viertel-Inch Fuß nix. Also das kann ich vielleicht auch noch mal als Public Service Announcement hier einmal sagen. Ich habe einen Quarter-Inch Fuß und das ist kein Viertel-Inch. Also das Das finde ich ist ein ziemlich Hammer. weit. Das ist eine Nähmaschine, die bevorzugt an Quilter abgegeben wird und der Fuß ist nicht sauber. Ja. Ich habe das auch mal gehört. Der ist nicht exakt Ja. ein Viertel Inch. Und die Überhaupt Quilter nicht. kaufen dann einen anderen Fuß. Es gibt irgendeinen anderen Hersteller, deren Fuß passt. Und das ist, finde ich, schon ziemlich verrückt, dass der Yuki-Fuß nicht korrekt ist. Aber ich habe das auch schon gehört. Ja, Es gab noch den Tipp, es genau. ansonsten mit dem Lineal anzuzeichnen. Das kannst du sicherlich für einzelne Nähte mal machen. Wenn du aber bei so einem Projekt hier x Nähte nähst, dann bist du verrückt. Das Ich stimmt, glaube, ja. danach machst du nie wieder Patchwork, weil das für dich Ja. ein ewiges Unterfangen wird. Also ich rate dir, in einen Fuß zu investieren. Die Tina möchte Genau. gerne wissen, mit welchen Quadraten wir denn jetzt hier anfangen. Wo sind wir denn gerade? Das ist jetzt tatsächlich, also das zeige ich jetzt mal ganz vom Schnittmuster ab. Also ich Okay. musste halt im Schnittmuster mit Resten arbeiten, einfach damit wir aus dem Stoff alles rausholen konnten. Aber damit ihr vielleicht auch nochmal seht, was sind denn, also wenn jetzt irgendwie so ein HST in so einem Schnittmuster vorkommt, dann wird fast immer diese Methode tatsächlich irgendwie gewählt. Oder manchmal steht da dann auch einfach 3 Inch Quadrate schneiden und jetzt daraus HSTs machen. Und dann wird das gar nicht näher erklärt. Und das ist aber dann halt dieser Weg. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige den jetzt mal. Das gehört jetzt nicht explizit zu dem Schnittmuster, so wie wir es ausgelegt haben. Aber so kann man HSTs auch nähen. Genau. Jetzt wird gerade gefragt, dieses Klebeband, das haben wir im Shop, ja. Das heißt Diagonal Seam Tape von Klack Klack Sew. Da gibt es auch Bilder, wie das funktioniert. Ich finde das großartig und wir haben es als Artikel im Shop. Ich gucke gerade, jetzt wird überfüßt. Ich versuche gerade so ein bisschen die Rosinen rauszupicken, damit ich dich nicht ständig unterbreche, aber wir trotzdem so ein Alles bisschen gut. alle Fragen Ja. beantworten. Du sammel doch einmal und dann zeige ich jetzt einmal schon mal Okay, weiter, ne? Ich einverstanden. glaube, ja. Ich gucke so immer auf die Uhr und bin schon ganz erschrocken hier. Also. Willkommen in meiner Welt. Ich denke mal, wie 10 Uhr. Genau. Also jetzt habe ich hier das auseinandergebügelt und jetzt richte ich meine diagonale Linie erstmal hier an meiner Naht aus und gehe mit der Ecke möglichst nah hier rein, hier rüber. Ich hoffe, das kann man sehen. Aber so, dass meine Linealkanten hier noch nicht über den Stoff hinausragen. Ne? Also ich begradige jetzt erstmal hier diese Ecke, einmal hier und einmal hier. So. Und dann drehe ich das Ganze um. Und jetzt richte ich wieder an der diagonalen Linie aus, aber gleichzeitig auch, weil ich will halt ein 2,5 Inch Quadrat haben, hier an den 2,5 Inch Linien, damit das dann schlussendlich passt. So. Einmal, zweimal. Und dann habe ich ein fertiges Edge. Und es gibt zum einen Schnittmuster, da sind die ursprünglich zugeschnittenen Quadrate so ausgelegt, dass wenn man quasi hier ist, das die fertige Größe ist. Ich persönlich präferiere das, wenn ich das nochmal runterkürzen kann, weil dadurch, dass das ist ja eine Bias-Naht, also im schrägen Fadenverlauf genäht. Und da kann man dann doch öfter mal irgendwie einen Zug haben, das verzieht sich oder so. Es wird halt nie so 100% genau. Diese Öhrchen, die muss man sowieso abschneiden oder so. Ich schneide die immer ab. Ich mag das nicht, wenn die so überstehen. Und deswegen finde ich das deutlich sauberer und akkurater, wenn man eine Methode wählt, wo man quasi dann nochmal runterschneidet zu der Größe, die man dann letztendlich haben will. Ja, das wäre Methode 1. Wir direkt auch Methode 2 machen? Was Ja, meinst bitte. du? Gehen wir direkt weiter? Ja, also Methode 2 habe ich auch auf Instagram gezeigt. Damit näht man 4 HSTs auf einmal.
Es gibt auch noch Methoden, da nimmt man dann 8 und ich glaube sogar auch 16. Und es gibt Papiere, da kann man auch 37.000 Millionen gleichzeitig quasi machen. Wenn man halt so für den Hausgebrauch HSTs näht und nicht gerade irgendwie einen kompletten Quilt aus HSTs macht, dann reichen diese beiden Methoden, denke ich. Die ist auch ganz, ganz witzig, deswegen wollte ich die heute auch nochmal zeigen. Und zwar fängt man mit zwei großen Quadraten an. Man muss nichts anzeichnen, ja? Sondern legt die einfach rechts aufeinander. Dann steckt man die sich so ein bisschen fest. So. Ich binge jetzt hier, ich hoffe, das hört man nicht. So, und jetzt nähe ich einmal rundherum, auch wieder mit einer Viertel-Inch Nahtzugabe, einmal quasi außen um mein komplettes Quadrat. Ich mache das jetzt einmal. Wie groß ist das Quadrat, Steffi? Dieses jetzt hier, Das ist wieder ich ein habe das jetzt willkürliches quasi, Muster, oder? Das hat jetzt nichts mit dem ja Schnittmuster zu genau, ich habe tun. das jetzt willkürlich gemacht, das sind jetzt 6 mal 6 Inch. Wir können ja gleich mal gucken, was bei rauskommt. Gut. So. Nadeln raus. Also, wie gesagt, einmal rundherum genäht. Und jetzt schneide ich lege mir das jetzt hin und schneide das einmal so und dann noch einmal so durch. Zeig das wieder. So. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin. Sitzend. So. Dann ich. Ja. So. Da sieht man, wie super diese rotierenden Schneidematten ist, weil das, wenn man das jetzt Ja, gerade umbauen bei müsste, um HSTs. besser schneiden zu können, läuft man schon Gefahr, dass man das Ganze verschiebt. Also für solche Dinge, sind die einfach gemacht. Genau. Also gerade für HSTs sind die echt super. Wobei das keine besonders gute Matte ist, muss ich sagen. Also, aber ja. So, jetzt habe ich die so auseinandergeschnitten. Jetzt habe ich hier insgesamt 4 HSTs, die ich auch wieder so wie gerade auseinanderbügel, umklappe, wie auch immer, und mir dann zuschneide. Und jetzt können wir einmal nachmessen hier. Da landen wir jetzt bei 1, 2, 3, 3, 3/4 Inch. Also wenn ich jetzt 3,5 Inch HSTs haben will, dann wäre jetzt die, ich glaube, es waren, ich messe nochmal. Ja, 6 mal 6. Und dann landet man bei 3,75, die man dann noch runterschneiden kann. Es ist so ein bisschen so ein Trial and Error letztendlich. Also man kann sich das auch ausrechnen. Die Seitenlänge von meinem großen Quadrat ist die Diagonale von meinem kleinen Quadrat. Wenn man jetzt Bock hat auf Mathe, dann kann man sich das auch ausrechnen. Jetzt Oder geht die man nimmt sich Reste und probiert Mathe-Nachhilfelehrerin in dir mal. gerade durch. Genau. Genau. Das sind die Ja. Momente, wo ich mich immer freue, dass irgendjemand das schon für mich erledigt hat und es super schlaue Listen im Internet gibt Schnittmuster, ganz und ich genau. abends nicht mehr mein Hirn anschmeißen muss für sowas. Genau, ganz genau. Ja, also das ist Methode 2, wenn man irgendwie, also es gibt ja Schnittmuster, die halt nur HSTs sind und dann kann man halt ganz wunderbar dann große Mengen dann schnell ohne, also der Anzeichenschritt, ne, der entfällt halt, man hat auch keinen Verschnitt, keine Reste. Das ist schon auch Ich finde, es ganz, ist die ganz schnellste schwierig. Methode. Ja, Und es ist super genau. akkurat. Und du musst überhaupt nicht nachdenken. Genau, ganz Also ich genau. Man muss halt finde, echt nicht ich habe mit nachdenken. dieser Methode weniger Probleme mit Ungenauigkeiten. So mit Ja? Viertel-Inch geradeaus und in der Mitte gerade durchschneiden, das ist wirklich, da kann nicht viel schief gehen. Stimmt. Ja, hast recht, ja, das Aber stimmt. ich mag die Methode. Ja, genau. Ja. Und die dritte, die kann ich erst gleich zeigen, weil das ist halt der zweite Schritt quasi im Schnittmuster. Ich brauche nämlich die Reste aus dem ersten. Deswegen habe ich gedacht, dann können wir jetzt erstmal starten mit dem Block, oder? Sehr gerne. Ja? Wir sind alle überwältigt von deinem Tempo.
Weißt du, die finden sich Ja. alle ein mit so einem Gläschen Wein, Minute 2044, 45 Tipps gegeben, drei Blöcke genäht. Wir kommen da gar nicht mit, Mensch. Okay, Ja, weiter geht's. Gabriel, Wir ne? atmen Dann alle können wir durch, morgen weiter geht's. quatschen. Dann können wir morgen in Ruhe quatschen hier, genau. Und wisst, was ihr nebenbei dann tun müsst. So, okay. Der erste Schritt im Schnittmuster ist quasi der Außenstern. Also von dem Außenstern sind das diese Zacken hier, dieses Element. Ja? Das hier. Und das kann man könnte theoretisch gesehen zwei Half-Square-Triangles machen und die dann hier aneinander nähen. Ich habe mir aber überlegt, wir sparen uns die eine Naht und wir machen direkt dieses komplette Rechteck. Und das nennt man dann ein Flying Geese. Also so ein Rechteck, das halt so ein Dach da drin hat. Das sieht halt aus wie eine fliegende Gans, wie so eine Formation quasi, ne? So eine Gans am Himmel. Und dafür brauchen wir die Hintergrundrechtecke und wir brauchen die Quadrate für den großen Stern. Und für zwei brauchen wir pro Rechteck jeweils beide Farben, ja. Und wir machen zwei Flying Geese, wo die eine Farbe auf der Seite ist und die andere auf der Seite ist. Und dann machen wir noch mal zwei Flying Geese, wo es genau andersrum ist, ja. Und das liegt daran, weil, also hier sieht man es vielleicht. Hier ist weiß rechts und grau links. Hier ist grau rechts und weiß links. Also durch diese schräge Anordnung muss ich die halt spiegeln. Okay? Kannst du mir folgen? Du hast ein Fragezeichen im Gesicht, Ich aber. lausche dir. Ja. So, ich zeige das jetzt anhand von einem Flying Geese mal, wie es geht. Und Flying Geese ist ja tatsächlich mit dem Half-Square Triangle Art verwandt. Ne? Ich zeige, ich klappe. So. Guck mal, ich bin hier voll vorbereitet. Ich habe schon Linien gezeichnet. Also, wir zeichnen wieder Linien auf und ich bin gerade selber überrascht, dass ich das gemacht habe. Wir zeichnen uns Linien wieder in der Diagonale. Allerdings sind das bei den Flying Geese jetzt unsere Nahtlinien und nicht unsere Schnittlinien. Das ist der große Unterschied. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. So, und ich fange jetzt an, ich lege mir, ich ziehe es zurück, so, dann seht ihr das besser. Ich lege mir das Quadrat hier drauf. Und passe das möglichst hier in die Ecken ein, möglichst genau. Pinne mir das wieder zurecht. Einmal rechts und links fest. So. Und wie gesagt, das ist meine Nahtlinie. Das heißt, jetzt nähe ich einmal entlang dieser Linie. Ich mache das jetzt einmal. So. So, und hier ist jetzt auch wichtig, dass wir wirklich tatsächlich möglichst genau auf dieser Linie bleiben und nicht zu sehr verruckeln. Dann nehme ich mir meine Pins raus und jetzt also ich klappe es mal auf, jetzt sieht man es schon, ne? So soll es hinterher werden. Ja? Das heißt, das hier ist quasi mein Überstand, diese Ecke. Und die muss ich mir jetzt einmal abschneiden. Das mache ich ganz einfach. Indem ich mein Lineal anlege und ein Viertelinch daneben einmal das Überstehende hier einmal abschneide. Das heißt, bei dieser Methode der Flying Geese haben wir tatsächlich Reste, aber wichtig, unseren gemusterten Stoff, dieses Dreieck, das brauchen wir gleich. Das legen wir uns zur Seite. Der Hintergrundstoff kann weg. Okay? So, dann klappen wir das jetzt auf. Und bügeln das. Ich bügel, ne? Hier mit meinem Roller. So, dann ist die Hälfte schon fertig. Und jetzt legen wir uns unser zweites Quadrat auch genau in die andere Seite und wir achten darauf, dass die Linie hier damit ein Dach bildet. Ja? Dann stecken wir es wieder fest. So. Einmal. Zweimal und ich nähe wieder
auf der Linie, nicht neben der Linie. Mach das einmal. So, wieder die Pins raus. Jetzt kontrollieren wir, bevor wir schneiden. Ja, genau so will ich es haben. Und dann können wir wieder unseren Überstand einmal abschneiden. So, und hier wird die Nahtzugabe bei der Flying Geese auseinandergebügelt? Da mache ich es tatsächlich nicht. Warum mache ich das nicht? Wahrscheinlich, weil ich bequem bin. Es ist ja wirklich Präferenz. Also ich traue mich immer nicht Leuten oder ich will Leuten nicht immer sagen, so musst du das jetzt mit der Nahtzugabe machen, weil das ja wirklich sowas, so ein Glaubensding ist. Ne? Das macht ja jeder irgendwie so ein bisschen anders und so, wie er mag. Und oft gibt es ja kein richtig oder falsch. Ne? Also im Grunde genommen gibt es ja für beide Methoden ihre Berechtigung. Die genau. Zur einen Seite umgelegte Nahtzugabe ist deshalb eine gute Idee, weil du quasi unter der Naht nochmal Stoff hast. Das heißt, wenn du den Stoff auseinanderziehst, siehst du nicht das, was da drunter ist, sondern der ist ja dann nochmal verdeckt von Stoff. Eigentlich ist es der Weg, der das ganze Genähte etwas besser absichert. Du hast aber halt das Problem, dass, wie Steffi das ja eingangs schon sagte, wenn du so Kreuzpunkte hast und viele Nähte aufeinandertreffen, dann wird es wulstig. Und wenn du dann die Nähte dort auseinander gebügelt hast, dann hast du da einfach mindestens schon mal die Hälfte rausgenommen. Also insofern, also ich variiere zwischen beiden Techniken, um ehrlich zu sein. Ich nehme die auseinandergenähten Nähte, wenn ich diese Nahtkreuze habe, und die bügel zu einer Seite bei allen anderen. Ganz besonders, wenn man Reihen aneinander setzt und man hat die eine Reihe in die Seite gebügelt, die andere in die Seite, dann rasten die Nähte einfach schöner aneinander. Dann kriegt man schönere Übergänge. Das ist mein persönlicher Favorit. Ich habe das aber auch noch nicht gehört, dass man bei Flying Geese Nähte auseinander bügelt. Also das kenne ich auch nicht. Also theoretisch geht's. Kann man, auf jeden Fall kann man das theoretisch machen. Also theoretisch kann man beides immer machen. Ja, genau. Würde ich auch sagen, ja. Also der Nachteil, das, so sieht es jetzt fertig aus. Und ich habe jetzt an der Stelle hier tatsächlich, ich zähle mal, 1, 2, 3, 4, 5 Lagen. Also es gibt eine Stelle, da habe ich jetzt hier 5 Lagen Stoff. Und wenn ich jetzt ein Schnittmuster habe, gibt es ja, wo ich zum Beispiel sowas aneinander setze und das dann hier zusammennähe, dann nähe ich hier an einem Punkt 10 Lagen Stoff zusammen. Ja, das wird schwierig. Also wenn ich dann diese Naht bügeln muss. Du hast da so Knubbel drunter. Du merkst richtig, wenn du mit dem Finger über den Quilt gehst, dass da so ein Nuppel ist. Genau. Also das, ja, mein Gott, alles kein Drama. Geht, aber, geht. Ja, genau, ist, genau. Geht. Ist halt schöner fürs Ergebnis. Quilten teilweise schwierig, ne? Da kann man dann beim Quilten auch mal hängen bleiben. Flying Geese Stoffverschwendung sind. Ja, also es gibt auch eine Methode ohne Stoffverschwendung. Gibt es auch tatsächlich. Die habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich kann mal gerade gucken. Ich kenne die nicht. Hier mit Resten was vielleicht einmal erklären kann. Moment. Das würde mich jetzt selber brennend interessieren. Ich kenne die nämlich nicht, glaube ich. Nee, kennst du nicht? Glaube ich nicht. Vielleicht weiß ich es gleich wieder. Okay, warte. Ich muss jetzt kurz schnell Kopfrechnen. Ich mache jetzt schnelles Kopfrechnen. Steffens Zugabe. So. Ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammen. Ina findet also in der Theorie, ja. Es kann sein, dass meine Maße von meinen Quadraten nicht stimmen. Aber die Theorie müsste ich jetzt eigentlich hinkriegen. Aber Moment. Da, Reste. Die Doris möchte gerne wissen, ob du die Ohren immer abschneidest. Wo genau? Bei den Flying Geese oder bei den HSTs? Oder? Sie schreibt, schneide ich die Ohren immer ab, egal bei welcher Methode, oder ist das Stoff, der benötigt wird? Also hier diese Ohren hier, ne? Genau. Ja, die würde ich immer abschneiden. Also beziehungsweise, du musst sie nicht abschneiden, wenn dich die nicht stören. Aber es gibt keine Verwendung dafür. Also man braucht sie nicht. Also ich habe den Eindruck, es wird akkurater, wenn man es bereinigt und dann wieder, es ist ja wieder nur sinnloser Stoff, der in einer Nahtzugabe rumhängt. Oder? Hause sag nochmal, du warst jetzt gerade schon, ich habe immer so alle paar Minuten, immer so 10 Sekunden, wo du plötzlich
weg Also, bist. ich habe gerade gesagt, ich mache die immer weg, weil es ja wieder nur irgendein Stoff ist, der in der Nahtzugabe abhängt. Genau, und also der unter Umständen mich irgendwie dann beim Pennen verwirrt oder so, ne? Genau. Also ich würde sagen, immer schön die Blöcke danach Korrektur schneiden, dass du ein schönes, sauberes Ergebnis hast, mit dem du weiterarbeiten kannst. Das erhöht das akkurate Ergebnis ungemein. Und das Genau. heißt Ohren killen. Ja, sind wir fast Ich würde fertig? sagen, ich kenne die Methode. So. Wenn du das sagst, Ingrid. Es gibt da tolle Lineale, um die Stoffverschwendung zu verhindern, sagt die Verena. So, ich befürchte, warte mal, ich muss noch mal hier Und kürzer Brigitte schneiden. sagt, bei Jute Ich kann man hab's das auch toll gleich. auf Papier nähen. Was kann man auf Papier nähen? Flying Geese. Ja, stimmt, die kann man auch auf Papier gut nähen, ja. Man kann auch quasi das, was wir gemacht haben, nur anstatt ein Quadrat einzusetzen, Dreiecke einsetzen. Und dann muss man die, glaube ich, sogar noch, müsste man die aber, glaube ich, noch mal ein bisschen zurechtschneiden hinterher. Das habe ich auch schon mal gemacht. Moment, ich habe es gleich KitKat hier. sagt, theoretisch braucht man doch dafür überhaupt kein Schnittmuster. Man kann einfach H-Square Triangles so hinschieben, wie man es gerade lustig ist, oder? Absolut. Ja, absolut. Das Absolut. ist eine super, Es hilft halt super einfach tolle nur Form, für die um damit zu Proportionen. spielen, ja. Wenn du weißt, was muss ich wie viel von wie viel zuschneiden und das Größenverhältnis stimmt, dann mach, was du willst. Dafür Ja. sind Schnittmuster halt unheimlich praktisch. Ganz viele dieser Muster, die es als Schnittmuster gibt, kann man theoretisch selber machen. Aber du musst jetzt selber am Anfang, wenn du das Bild siehst und sagst, so soll das aussehen, musst du die ganze Mathearbeit machen und dir eben genau ausrechnen, wie groß muss ich Genau. zuschneiden, wie groß ist dann der endgültige Block. Und das ist, ich zahle mal gerne dafür, dass jemand anders sich die Mühe gemacht hat und ich einfach Gedanken verloren das durchnähen kann und weiß, das läuft. Ja, genau. So, ich hab's so gut. Ich probiere hier, ich muss hier so ein bisschen rumhampeln mit den Maßen, aber ich glaube, ich hab's jetzt. Und Bist du schon zwar so weit, dass du die Kamera kippen kannst oder bist du in wilder Vorbereitung? jetzt so. Nimm Also, uns mal mit. ja. Also bei der, Moment, ich muss gerade, sind es zwei oder vier? Ich glaube, es sind sogar vier, die bei rauskommen. Wir probieren es aus. Ich habe so vage in Erinnerung, aber bin mir, muss jetzt selber nochmal so ein bisschen ausprobieren. Aber wir fangen auf jeden Fall mit einem größeren Quadrat an und pinnen da zwei kleinere Quadrate drauf. Und in den Quadraten haben wir uns hier, wie bei den Half-Square Triangles, eine Diagonale in der Mitte angezeichnet. So, und jetzt starten wir und nähen rechts und links hier wieder mit einer Quarter-Inch, mit einer Viertel-Inch Nahtzugabe einmal entlang. Ich mache das jetzt einmal. Ja. Auf der Linie oder neben der Linie? Ein Viertel Inch Neben neben der der Linie, Linie. rechts und links. Ich hoffe jetzt wirklich, das geht nicht Vorführeffektmäßig schief, dass ich mir das jetzt hier aus der Erinnerung klaube. So, nehme ich mir meine Nadeln raus. Schneide ich mir an der markierten Linie entlang das Teil auseinander. So, jetzt habe ich diese lustigen Dinger hier, wo ich das jetzt hier jeweils nach außen klappe. Ja, die sehen aus wie Herzen. Zwei Stück. Ja. So. Und jetzt brauche ich nochmal ein Quadrat in der gleichen Größe wie gerade die kleinen roten. Ich muss mir das nochmal einmal schneiden. Moment. Machen wir jetzt einmal ganz schnell. Also ich mache das Nur die jetzt, also roten. ich mache es jetzt nur an der einen Hälfte vor, ja. Aber theoretisch gesehen mache ich das jetzt für beide Teile. Muss ich nochmal. So ein Quadrat, wieder mit markierter Mittellinie. Mir das hier in die Mitte lege, in meinem Half-Square. So.
Und jetzt nähe ich wieder links und rechts von dieser Linie mit einer Viertel-Inch Nahtzugabe. Mach das vor. So nebenbei sagt, sie findet die Methode super bei Unis, aber bei Musterstoffen hat man ja dann eine seitliche Ausrichtung. Ja, genau. Wenn man eine gewisse Richtungsvorgabe, also wenn man eine Richtung einhalten muss, muss man teilweise echt ein bisschen aufpassen. Das stimmt, ja. Da muss man. Petra hat jetzt Stress, weil sie nicht sicher ist, ob sie das schaffen kann. Liebe Petra, das, was du gerade siehst, ist die Bonus-Variante. Genau, das ist die Bonus. Ist das nicht das ist hier alles das nur, ist, nur Bonus. Für Kira so. Und für Kira only. Ganz genau. Das braucht ihr alles nicht fürs Schnittmuster, sondern das ursprüngliche, ne, also unsere ursprüngliche Gieß. Das schafft ihr. So, und es ist jetzt, ich habe die falschen Maße genommen, aber ihr seht, wenn man das jetzt, weil ich es mir jetzt quasi so ausdenken musste, ne? Ja. Aber ihr seht, das ist jetzt quasi hier ein Flying Geese und das auch. Und ich habe keine Reste. Ne? Und aus dem hier kann ich das Gleiche machen und dann hätte ich quasi aus meinem einen großen Quadrat und vier kleinen Quadraten insgesamt vier Flying Geese. Hier ist jetzt keine schöne Ecke. Das lag jetzt entweder an meiner Schnell-Schnell-Nähkunst oder ich glaube, meine Innenquadrate hätten einen Tacken größer sein müssen. Und oder dann hätte ich hier das einfach passiert. Genau. Vielen, vielen Dank für diese spontane Bonuseinlage. Ja, bitte. So. Sollen wir noch schnell Fragen machen? Gibt es Fragen, bevor wir weitermachen? Gibt es noch Fragen? Susanne sagt, mit dem Folded Corner Clipper kann man super Flying Geese ohne Verlust nähen. Ich kenne den nicht. Du? Corner Clipper? Nee, kenne ich auch nicht. Folded Corner Clipper. Das nee. Kennen wir dann alle. Bei Meadowland Quilt wird das auch so gemacht. Haben Yvonne und Ingrid geschrieben. Also das ist schon eine Methode, die gewählt wird. Ich halte mich eher an den Klassiker. Aber ja mein, es ist halt auch wieder so viel ja Bias. Ne? Also, wer weiß, vielleicht ändere ich da meine Meinung auch nochmal oder werde mit einer anderen Methode so vertraut, dass ich die nachts im Schlaf und links rumnähen kann. Weil oft ist es ja auch das. Man will ja dann irgendwie so im Flow bleiben und nicht da sich super drauf konzentrieren und dann macht man das, was man einfach super sicher beherrscht, ohne sich da jetzt groß das Hirn verrenken zu müssen. Das Problem, finde ich, auch bei Flying Geese ist ja, man hat keine Chance mehr zu korrigieren. Ne? Also man könnte maximal hier so ein bisschen, aber dann verliert man halt hier die Ecken. Oder also man verliert halt ganz schnell seine genauen Punkte. Und bei diesen mehrere Flying Geese Methoden, ich persönlich habe dann auch mehr Ungenauigkeit dabei, weil ich ja so viele Bias-Nähte habe, ne? So Nähte im schrägen Fadenverlauf und es addiert sich dann so auf und ich krieg's nicht so gut hin. Also bei mir wird es dann eher schief. Deswegen nähe ich es lieber klassisch und kriege es dann halbwegs genau hin dann. Ne? Also insbesondere halt diesen Punkt. Ne? Also an der Stelle. Das war gerade schon mal ein Thema. Als du die Schnellvariante gezeigt hast, kam auch die Frage auf, aber dann hat man doch mehr schrägen Fadenverlauf und das ist doch nicht so gut. Ich finde, das hat man bei diesen kleinen Stoffprojekten eh ständig. Und der sicherste Weg, das zu verhindern, ist Sprühstärke. Also ich mache das, wenn ich kleinteilige Schnittmuster habe, dann nutze ich Sprühstärke und stabilisiere mir die Stoffe und dann ist das auch völlig egal, ob ich die links, quer, rechts, rum oder im schrägen Fadenverlauf nutze. Dann sind die einfach ein bisschen stabiler und meine Nähte werden akkurater. Also ich mache das nicht so exzessiv. Ich kenne aber Quilter, die verbraten pro Quilt mindestens ein, zwei Flaschen Sprühstärke. Ja, ich bin da faul. Also ich benutze total selten Sprühstärke da. Aber ich glaube, das ist echt Faulheit. Also wenn es mir wichtig ist, dass es sehr akkurat wird und wenn das für das Muster einfach wichtig ist, dass ein Stern richtig schön zusammenpasst oder so. Und wenn da eben viel Diagonales drin ist oder viel Kleinteile und du nähst mal links, mal rechts, ich finde es einfach leichter, weil ich mich von dem Moment an nicht mehr kümmern muss. Das läuft dann einfach sehr akkurat. Aber man hat auch immer diese Sprüherei und so. Also alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich finde es in dem Moment von Vorteil. Die Diana hat jetzt schon ein paar Mal gefragt, deshalb will ich das ganz schnell beantworten. Warte eine Sekunde. So, sag's nochmal. Es geht um das Vlies. Welches Vlies nutzen wir für einen Tischläufer?
Ganz generell ist das eine gute Methode, um Reste aufzubrauchen. Also oft sind ja Kühlfliese sehr breit und man braucht die volle Breite überhaupt nicht. Und das, was dann überbleibt, diese schmalen Streifen, die kann man meiner Meinung nach ganz toll verwenden für Kissen, für Tischläufer, für all diese Dinge. Ich stückel da auch öfter noch mal rum. Also das ist immer so ein Moment für Betting Tape, wo ich Reste zusammenflicke. Das mache ich so. Ich nutze nicht so gerne reine Baumwollfliese, weil die beim Waschen sich sehr zusammenziehen. Und so ein Tischläufer wird ja tendenziell viel gewaschen, weil es Tisch. Ich finde das besser, eine Einlage zu nehmen, die einen hohen Polyesteranteil hat, weil die einfach viel, viel besser zu reinigen sind. Wenn du da eben mal heiß waschen muss, weil da irgendwie Tomatensoße dran war oder was weiß ich für ein Fleck. Die sind einfach robuster. Also ich bin immer ein Fan davon. Du kannst auch einfach H630 nehmen, du kannst Thermolam nehmen oder eben ein Vlies mit Polyesteranteil oder eben einen Rest, den du rumliegen hast. Das wäre meine Empfehlung. Hast du noch was? Nee, würde ich genauso unterschreiben. Das Thema Blocklock-Lineale macht die Runde. Ich liebe Blocklock-Lineale. Ich wünschte, wir hätten sie im Shop. Das ist ein sehr mühsames Unterfangen. Der Tag wird hoffentlich kommen. Blocklock-Lineale sind eine ganz tolle Gelegenheit, um diese Quadrate vorrangig Korrektur zu schneiden. Die haben nämlich so eine Rille und die kannst du in die Mittelnaht quasi einhängen. Und dann kann dir das nicht mehr verrutschen beim Korrekturschneiden. Ich finde das wunderbar, weil es gibt ja wirklich Quills, da schneidest du hunderte von diesen Blöcken am Ende. Und ich übertreibe nicht, wenn ich 100 T sage. Diese Schnittmuster gibt es. Und die du dann erst alle nähst und alle Korrektur schneiden musst. Und immer, du hängst dann das wirklich nur ein, drehst das auf deiner Schneidematte und irgendwie ist das handelbar dann. Also mit einem klassischen Lineal musst du halt sehr aufpassen, dass das Ganze sich nicht verzieht und du mit dem Korrekturschneiden eigentlich das Ganze schief schneidest. Also Blocklock-Ruler sind zwar nicht so die günstigsten, sind aber ein ganz, ganz tolles Investment, finde ich, wenn du öfter quiltest. Das ist also eher so die Stufe 2 der Lineale. Das wäre jetzt nicht das Eingangslineal, aber wenn du sowas viel machst und gerne Quiltanleitungen nähst, dann wirst du da ganz viel Freude mit haben. Also wenn dir die begegnet nicht, der Stoffsalat hat die, glaube ich, immer noch. Ich bin nicht 100% sicher. Die hatten die mal. Ich hoffe, sie haben sie immer noch. Da wirst du die finden, wenn du die gerne mal ausprobieren möchtest. Es gibt ein etwas größeres Format. Das finde ich sehr praktisch. Dann kannst du einfach gucken, wie groß dein Block ist. Ich habe aber auch das 2,5er als Einzellineal und ich finde das total toll, weil es ganz in den Thimbleblossom-Schnitten, die ich sehr gerne nähe, ist das ein Standardmaß, 2,5 Inch. Und da habe ich wirklich das Lineal. Das setzt du nur drauf, schneidest rum und dann geht es einfach total schnell. Meine Empfehlung. So. Jetzt wieder zu dir. Okay. So, ich habe, weil ich wusste, dass das hier wieder zeitlich eng wird, habe ich die Wieso anderen. zeitlich eng? Wir haben 21:07 Uhr. Wir liegen sowas von in der Zeit, Steffi. Ja, wir wollten ja einen ganzen Block, nee, also ein ganzer Block Also. ist ja schon, ne? Ich habe hier die Flying Geese einmal quasi die anderen schon mal genäht gehabt. Jetzt kann ich noch mal darauf hinweisen. Also wir wollen insgesamt vier Flying Geese haben und zwar zwei, die das eine Muster rechts, das andere links haben und zwei, bei denen es andersrum ist für unseren Stern hinterher. Ja, also wir machen das, was wir gerade gemacht haben, insgesamt viermal und dann schnappen wir uns als nächstes unsere Dreiecksreste von unseren Flying Geese und dann hatten wir aus dem Stoff für den Innenstern Quadrate in 3x3 Inch zugeschnitten. Und die nutzen wir jetzt für meine dritte Lieblingsmethode, um HSTs zu nehmen. Und zwar halbieren wir die einmal, also wir machen uns da jetzt quasi auch Dreiecke draus. So. Und dann machen wir jetzt aus diesen, aus all unseren bunten Stoffen, die Reste, die wir von den Flying Geese hatten, und diesen geschnittenen Dreiecken aus dem Sterninnenstoff, machen wir jetzt wieder HSTs. Und zwar einfach, indem wir die hier aufeinander legen und das Ganze nochmal stecken. Und jetzt einfach ganz stinknormal mit einer Viertel-Inch-Nahtzugabe hier entlang gehen. Ja, also ich nähe das jetzt wieder einmal hier nur das Stück mit einer Viertel-Inch-Nahtzugabe. Einmal fest.
So. Und ich finde nämlich, dass HSTs aus solchen Stoffresten echt eine wunderbare Gelegenheit ist, um so Dreiecksreste, die halt ja doch immer mal wieder auflaufen, zum Beispiel wenn man Flying Geese Quilt genäht hat, auch mal aufzubrauchen. Also Dreieckstoffreste sind so schwer manchmal aufzubrauchen. Und so HSTs sind super. Dann sammelt man sich seine Reste zusammen, näht die alle zusammen, guckt, was habe ich denn jetzt hier irgendwie was kann ich daraus schneiden? 2 Inch, 2,5 Inch, 3 Inch, je nachdem, wie groß deine Reste waren. Und dann machst du einen Haufen und spielst dann einfach mit dem Layout und machst dir irgendwie noch ein schickes Kissen. Oder ich übertreibe ja dann immer gerne und mache dann gleich einen ganzen Quilt aus den Resten. Ja, und so kann ich mir das dann aufbrauchen. Und wir machen genau das Gleiche. Wir schneiden das wieder hier mit dem Anliegen. Das ist das, was die Barbara meinte, ne? Diese Diagonale mit dem Blockrollerpuller haben wir das Problem nicht, dass ich die halt mir hier genau aussuche und dann gut festhalten muss und so weiter. Das Genau, da macht das müsstest du Ding jetzt ja gar dann nicht für mich. fummeln, der würde automatisch einrasten, allerdings nur, wenn du die Nahtzugabe zu einer Seite bügelst. Er braucht quasi Richtig, diese genau. Erhebung auf der einen Seite und darauf rastet der ein. Ja. Ganz genau. Und das ist jetzt übrigens auch eine Variante, wo ich definitiv zur Seite nähe, weil dadurch, dass das eine Dreieck deutlich größer ist als das andere, habe ich sonst hier am Übergang echte Fummelei. Also da macht es wirklich Sinn, umzuklappen und dann hier zu bügeln. So. Und dann habe ich wieder hier aus unseren Resten unsere HSTs. Und das mache ich, wie gesagt, mit allen Dreieckresten der bunten Sternstoffe unserer Flying Geese und habe dann auch, warte, ich muss noch hier, ich zeige, das hier fehlt noch, das muss ich noch einmal zuschneiden, das brauche ich nämlich tatsächlich jetzt gleich noch für den Block. Dann können wir das einmal gleich zusammen, die habe ich auch vorbereitet, damit wir auch den Block hier heute noch schaffen. Halbwegs ordentlich. So. Und jetzt habe ich zusätzlich zu meinen 4 Flying Geese insgesamt zu jedem Sternhintergrundstoff 4 dieser HSTs. Einmal hier 4 und einmal hier 4. Quasi fertig genäht. Jeweils immer gepaart mit dem Sterninnenstoff. Ja, also die bereiten wir quasi vor, um unseren Stern dann zusammenzusetzen. 4 Flying Geese und 8 Half-Square-Triangles. Ja. Und dann haben wir alle Elemente und können anfangen, den Stern zusammenzusetzen. Einfach ganz klassisch Patchwork. Am besten immer erst einmal auslegen und dann nehmen wir los. Aber vielleicht machen wir jetzt noch erst Fragen, bevor Willst du wir es einmal loslegen. auslegen, damit sich das jeder vorstellen kann? Ja, genau, das wollte ich jetzt auf jeden Fall machen. Während ich hier puzzle, kann ich gerne noch, falls Fragen sind, gerne noch welche beantworten. Gerade ging es nur ein bisschen um Blocklocks. Und ja. Und wir amüsieren uns über dein Tempo oder über den Stress, den du hast. Will ja hier, ne? Ich will ja Du nicht, hast dass Ziele irgendwie heute. Finde irgendwer ich was gut. verpasst. Und ich habe ja nur den einen Abend, ne? Muss ich auch alles zeigen. Das So. ist absolut großartig. Ja, und ich starte tatsächlich gerne mit dem Außenteil und kann, ne, guck dann, dass halt hier meine Farben zusammenpassen. Und dann habe ich mir, lege ich mir, wir haben ja noch diese ausgeschnittenen Quadrate, die lege ich mir dann an die richtigen Stellen. So, ja. So ergibt das Hier Muster schon kommt, einen Sinn. ja, genau, hier kommt jetzt mein Außenstoff noch hin. So. So, und hier muss ich jedes Mal selber, ich habe dir jetzt echt oft genäht, diesen Stern, ne? Aber selbst hier muss ich selber auch immer noch mal genau überlegen, Moment, wie rum jetzt, ne? Also ich will, dass das hier ja einen Stern ergibt. Ich muss halt gucken, dass hier der Stoff immer hier gepaart ist. Ja? So. So. So.
Das macht echt Sinn, sich das alles auszulegen und dann Stück für Stück Ja, den Stern also ich, zusammenzusetzen. das kann Das man kommt jedem nur an. empfehlen, den Schritt nicht wegzulassen, weil die Gefahr, dass man sich da vertut, ist so groß. Genau. Und insbesondere, also ich hab da tatsächlich, das zeige ich jetzt im Laufe der nächsten Woche, angefangen, Quiltoberteil auch noch zu nähen. Aber in ganz anderen Farben, ganz anderen Stoffen. Und da sind einige auch dabei, die Streifen sind. Und ich kann das überhaupt nicht haben, wenn jetzt zum Beispiel hier die Streifen so rumgehen und da so rum. Ja. Ja? Und dann, also da muss man dann auch echt so ein bisschen puzzeln. Also es geht, aber man muss sich dann halt immer vorher überlegen, okay, hier muss man nicht aufpassen, weil man sich die halt entsprechend drehen kann, sodass es passt. Ne? Aber bei den Flying Geese, wie man dann das Quadrat genau jetzt hinlegt und ja, das ist tatsächlich Puzzlei. Also es ist Also echt gut, ich das versuche ehrlich gesagt, auszuüben. sowas immer zu verhindern, solche Stoffe. Ja. Also es gibt ja auch viele Stoffserien, die sind wirklich so konzipiert, dass jeder Stoff in jede Richtung funktioniert, ne? Und dann ist so ein Streifenstoff für ein Binding gedacht oder so, ne? Oder mal für Ja, so ein ja. Sashing. Aber im Quilt finde ich das immer sehr schön, wenn man auf sowas nicht achten muss. Ja, es ist halt angenehm zu nähen, ne? Aber ich mag den Effekt. Also von daher habe ich mir dann da die Mühe gemacht. Bin Im gespannt auf Schnittmuster deinen habe ich, glaube ich, Quilt. auch nochmal dann geschrieben, dass es halt diese Paare, also ich starte dann als erstes, indem ich diese Paare hier zusammen, meine Half-Square-Triangles zusammenpaare. Und das sind halt tatsächlich jetzt zwei Paare, wo der Stoff auf der Seite und der auf der Seite ist. Und dann wiederum zwei Paare, wo es genau andersrum ist. Ja. Das kann man jetzt blind dem Schnittmuster folgen oder wie gesagt, man legt sich das so aus und dann ist es halt ganz klar, dann macht man das jetzt Stück für Stück. Und ja, ich würde das jetzt tatsächlich, ich kann es jetzt einmal losnähen und du kannst Also gerne ich empfehle dazwischen das so, ich fragen. mache es auch so, wenn ich so einen Block nähe. Ich lege mir den aus, ich nähe die einzelnen Teile und selbst wenn ich sie als Chain Piecing nähe, lege ich sie danach nochmal aus, um sicher zu Genau. gehen und gehe immer wieder zurück ins Auslegen, weil ich mich so oft schon vertan habe, irgendwo zwischen Nähmaschine und Bügelbrett Genau, und ganz dann genau. doch die falsche Seite zusammengenäht oder so. Also ich brauche das Ja. tatsächlich zur visuellen Orientierung, weil ich sonst bei komplizierteren Blöcken völlig durcheinander komme. Ja, das stimmt. Also hier an der Stelle habe ich jetzt zum Beispiel mir tatsächlich immer diese Paare genommen, mir die hier zusammengelegt. Ich bin sehr pinfaul. Ich würde sogar empfehlen, das jetzt vielleicht zu pinnen. Mache ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich bin pinfaul. Und ich lege mir dann immer ein Lineal dahin und lege mir die in Pärchen so nebeneinander, dass ich immer weiß, also die Nähkante, die Nahtkante, die ich nähen will, zeigt immer quasi rechts zu meinem Lineal. Und dann habe ich hier mein Häufchen. Ich habe halt mein Schneidetisch ist ja eigentlich nicht an meiner Nähmaschine. Ich muss immer laufen. Und deswegen Da passieren die bereite ich mir meisten das dann immer Fehler, so vor. dass man Bitte? dann doch die andere Naht zusammennäht oder so, ne? Genau. Deswegen habe ich da so einfach so meine Methode, wo ich weiß, okay, das hier ist jetzt immer meine Nahkante. Die habe ich mir jetzt so vorgelegt. Und jetzt kann ich das Chain Piecing-mäßig, jage ich das jetzt einmal durch die Nähmaschine. Dann wird das direkt gebügelt und dann gehe ich zurück zu meinem Block und lege das dann an die entsprechende Stelle. Perfekt. Ja, ich nehme mal, ne? Weißt du aus dem Kopf, wie groß der fertige Block ist? Ja, 16,5 mal 16,5. Also da ist ja dann nochmal die Nahtzugabe drin, ne? Oder halt 40 mal 40 Zentimeter ungefähr. Super Größe auch für ein Kissen. Also man kann den Stern auch einfach nur, wenn man Lust hat, ich mache halt nur einen, dann macht man da halt ein kleines Kissen draus. Man kann Das finde ich Sashing das noch so Tollste an deinen machen. Schnittmustern. Man hat immer so alles. Man kann ein Kissen, einen Läufer, ein Quilt und noch ein Quilt und hat all so eine Genau. Anleitung und auf einmal alle Optionen. Ja, wenn man, also es gibt ja, also es gibt, ich denke irgendwie auch tatsächlich oft so, ne? Also dann in 73 verschiedene Richtungen und das könnte man noch und so. Finde ich total schön. Das sind doch die Muss besten alles immer ein Schnittmuster, die Quilt man werden immer bei und mir vor wieder nutzen allem. kann. Ja. Susanne mag deinen Tipp mit dem Lineal. Meine Tipps? Susanne mag den Tipp mit dem Lineal, dass du das so zum Transportieren nutzt und immer die Kante immer in Ja. dieselbe Richtung hältst. Also ich glaube, es Ja, ist. nur ist es dann immer neben der Nähmaschine. Wo ist mein Lineal? Wo ist mein Lineal? Ach, verdammt, muss ich schon wieder zur Nähmaschine.
Immer wenn ich es am Schneidetisch brauche, ist es eigentlich dann neben der Nähmaschine. So, also ich habe hier Kette genäht, ne? Ganz Also man effizient. näht die Teile und näht ein klein bisschen ins Leere. Das macht der Maschine nichts, das darf man. Und dann schiebt man das nächste Teil durch und dieses kleine Stückchen Naht, das man da erzeugt hat, dieses leere Nahtstück, das kann man dann sehr gut durchschneiden, ohne dass man den Block dabei zerlegt. Und Genau. das macht den Prozess so, so, so viel schneller. Ja, genau. So, und jetzt hier würde ich gerne einmal zeigen. Hier habe ich Fabian jetzt. findet, deine Nähmaschine hört sich so kraftvoll an. Ist die auch? Also kraftvoll ist die tatsächlich. Ich glaube, also das ist tatsächlich nicht genau so, wie sie sich anhört jetzt quasi durch den Bildschirm, aber die hat schon ordentlich Power. Das ist schon wirklich. Hier ein sag mal, Ein Arbeitspferd? Arbeitstier. Die ist relativ Arbeitstier, laut. genau. Das ist eine Vollmetallmaschine von Yuki. Genau, Die die hat ist überhaupt komplett keine fancy mechanisch. Knöpfe. Die kann nur geradeaus nähen und das kann die Genau. extrem gut. Genau, Extrem und auch schnell und extrem schnell, ja. super, super gut. Also deshalb ist sie bei Quiltern so beliebt, weil die keine anderen Stiche brauchen als geradeaus. Ist echt eine Genau, ja, ich. Industriemaschine. Genau, ist genau, ja. So, und hier wollte ich noch einmal sagen, also bei den Half-Square-Triangles hier keinen Skant, also keine knappe Viertel-Inch-Nahtzugabe nehmen. Weil wenn ich hier eine knappe Viertel-Inch nähen würde, ja, wenn ich meine HSTs zusammennähe und ich würde hier nur eine knappe Viertel-Inch-Nahtzugabe nehmen, dann habe ich hier das Problem, ich nehme mal ein schöneres Beispiel, ne, wo ich es besser getroffen habe, dann hätte ich hier das Problem, dass mein Abstand von meinem Punkt, von meiner Ecke hier zu meiner Kante einfach zu klein wird. Und dann, wenn ich dann das weiter vernähe, dann nähe ich mir immer hier meine Ecke ab. Dann habe ich halt keine schönen Ecken, sondern immer so abgeschnittene Genau, so kein Ecken. Spitzenpunkt, sondern so eine stumpfe Ecke. Ganz genau, Kannst ganz du den genau. Also Tipp wenn noch man mal kurz wiederholen? HST, was genau, das Was mit hast du dem, gesagt? Was ist der Tipp, damit das nicht passiert? dass ich, wenn ich meine HSTs zusammennähe, da keine knappe Viertel-Inch-Nahtzugabe nehme. Also ich nehme fast immer eine knappe Viertel-Inch-Nahtzugabe, aber ich nehme das nicht, wenn ich HSTs zusammennähe, weil ich mir sonst meine Ecke versaue. Also ich lasse mir dann halt an der Stelle nicht genug Nahtzugabe, um hier den Punkt erhalten zu können. Ja? Und ich nähe hier, also hier bügele ich tatsächlich auch immer auseinander, weil sonst habe ich hier eine Zillion Lagen, dann habe ich einen ganz dicken Knubbel. Das macht dann auch keinen Spaß, ne? Das ist ein guter Okay. Punkt zum Auseinanderbügeln. Ja. So. Mache ich hier wieder mit meinem Roller so halbwegs. Und dann lege ich das aus. Du darfst gerne. Ich glaube, ich erzähle Das zu ist viel. übrigens Es eine gibt auch ganz gar keine hervorragende Fragen Gelegenheit, mehr. meinen Klepper zu nutzen. Der ist für diese Nähte wirklich Klepper. gemacht, für die sehr langen Geraden, weil er die wirklich Ja. gerade presst, aber auch für Ja. diese. Wenn du da jetzt mit Das Dampf stimmt. bügelst und du hältst deinen Holzklepper da drauf, dann wird diese Naht sehr, sehr, sehr flach. Und das ist eine Ja. große Hilfe, um diese Knubbelpunkte zu verhindern. Das ist Feintuning, ne? Das ist jetzt nicht was, die Decke wird auch so fertig, aber wenn du so daran arbeitest, dass die Punkte noch akkurater werden, dann ist das ein toller Tipp. Genau, ganz genau. So, und jetzt sortiere ich mir die wieder hier an den richtige Ort und Stelle. Ne? Also hier habe ich nur mein Weiß, mein Rot und so weiter. Ergibt einen Stern. Und jetzt nähe ich erstmal die Reihen von meinem Innenstern zusammen. Also diese hier zusammen, diese drei zusammen und diese drei zusammen. Also ich arbeite mir jetzt quasi von innen nach außen. Also erstmal nur den Innenstern und dann machen wir gleich den Außenstern. Also ich fange an. Und das mache ich jetzt tatsächlich. Also hier ist nochmal so ein Zeitspar-Tipp für Faule, die hier viel laufen müssen. Hier pinne ich mir die jetzt tatsächlich einmal fest und pinne mir aber zeitgleich auch direkt das hier fest. Das war ja auch. Das mache ich jetzt für alle drei Reihen. Und dann kann ich direkt kettemäßig alle Reihen zusammennähen, bevor ich wieder zurück zum Also ich nähe immer Bügeleisen stur und. von oben nach unten und von links nach rechts. Und selbst wenn ich mir 7, 8 Teile aneinander nähe, weiß ich, wenn ich sie auslegen muss, ich fange oben an und ich lege immer von links nach rechts. Ja. Da braucht man, glaube ich, für sich so seine Regeln und da muss man sich auch echt dran halten, Genau. sonst Ganz funktioniert es nicht. genau, ja.
Es kommt immer wieder die Frage auf, wie viel ist denn deine knappe Und Viertelinche, wie immer. du das meinst? Also ich sag mal, manche sagen so eine Haaresbreite, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen mehr als noch eine Haarbreite weniger, würde ich sagen. Also vielleicht Also so so ein Müh, also wirklich so ein. schon fast eher ein Millimeter. Also statt 0,6 bin ich schon fast bei 0,5, würde ich sagen. Ich mache tatsächlich einen relativ, wirklich sehr knappen Quarter Inch, würde ich sagen. Aber es ist auch wieder ausprobieren, ne? Also, Wie jeder bist hat du da so darauf sein gekommen, das eigenes, zu ne? machen? Ich meine, was Weil kann ja es eigentlich schon der schaden, wenn man es mal genaue einmal Viertelinch ausprobiert? gepredigt wird? Bitte? Wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Weil es wird ja eigentlich immer stur der Viertelinch gepredigt, der genaue, akkurate Viertelinch. Was hat dich Also, dazu es bewogen, das gerade dieser anders zu knappe handhaben? Viertelinch wird schon auch oft angegeben. Ja? Ach, guck mal. Schon, also oder so, ich sag mal so als Tipp angegeben, wenn man halt Probleme damit hat, wenn ein Block tendenziell immer einen Tacken zu klein wird, im Schnittmuster, dass man das dann mal ausprobiert. Und ich habe tatsächlich diesen Bonnie und Camille Swoon Quilt. Erinnerst du dich an den? Ja, das ist so Ja. der bekannteste. Genau, den habe ich damals mal genäht und also das ist auch ganz viel HSTs und Flying Geese und so, ne? Und da sind ich habe alle meine Ecken verschluckt letztendlich. Also gerade hier bei diesen Flying Geese, ne? Wenn man halt hier ist und hier einfach mit einem dicken, normalen Quarter-Inch Seam entlang geht, ich habe alle diese Kanten hier verschluckt quasi, ne? Nichts, keine saubere Ecke. Und dann habe ich das irgendwann mal wahrscheinlich in einem Blog oder so gelesen und ausprobiert und damit es werden meine Quilts deutlich akkurater, viel, viel, viel akkurater. Also gerade wenn es so um Punkte geht, die aufeinandertreffen, das hilft mir Ich habe das persönlich noch nie sehr. probiert. Ich hatte aber das Problem bei dem, auch von derselben Schnittmusterdesignerin, bei dem Winterwill-Quilt hatte ich große Probleme, dass ich das Finale, also der besteht, so die Blöcke bestehen aus vielen, vielen Teilen und ich bin nie auf das finale Maß gekommen. Das hätte irgendwie 13,5 sein sollen, das ging zum Verrecken nicht. Ich habe den dreimal genäht und der war nie 13,5. Ich bin verrückt geworden. Also Da ich muss das glaube, ich echt mache mal das nochmal und ausprobieren. versuche mal deine Methode. Ja, probier das auch mal aus, weil du hast gerade, und wenn du nämlich das dann noch mit zur Seite bügeln statt aufbügeln kombinierst, dann du verlierst halt dann in jedem Schritt irgendwie so 1, 2 Millimeter. Und wenn du einen sehr kleinteiligen Block hast, dann addiert sich das ja echt auf, ne? Dann Ja. hast du plötzlich ein Viertelinch, fast einen halben Inch manchmal, der dir flöten geht. Und das hilft, also das hilft sehr. Super. Dann danke ich dir ganz persönlich für diesen Tipp. Ich muss sie jetzt lauter stellen, ich höre dich nämlich nicht, wenn die hier Das brummt. solltest du aber mitbekommen. Dann danke ich dir ganz persönlich für diesen Tipp. Wenn was? Wenn das geht, ja. Ja, ich bin Der gespannt. ist super, das probiere ich aus. Dankeschön. Du machst doch jetzt einen Sampler. Da musst du das direkt mal ausprobieren. Ja. Das ist mein erstes Projekt, wo ich das umsetzen werde. Ja. Ich nähe hier so vor mich hin, ne? Mach So. Judith meint, für einen knappen Viertelinch stelle ich meine Nadel eine Position neben der Mitte, die nötig ist für meinen Patchwork-Fuß. Bei meiner Brother ist das 4,0 statt 3,5. Vielleicht hilft das. Und Heike möchte wissen, ob man als Neuling auch immer einfach mit ein Viertelinch nähen kann. Auf jeden Fall. Ich bin bis hier ausschließlich mit ein Viertelinch gekommen. Und ich habe ein paar Sachen fertig bekommen. Ja, cool. Also ich würd's einfach so ausprobieren mit einem normalen Viertelinch. Und wenn du aber merkst, boah, irgendwie schneide ich mir ständig meine Spitzen ab oder so, dann probier's mal mit einem Quarter-Inch. Ne? Also das Also Rantasten ist ja ich werde nochmal immer versuchen, ob gut. die unterschiedlichen Varianten des Bügelns einen Unterschied machen. Also ich habe den Eindruck, grundsätzlich, du kannst dir mit Bügeln deine Blöcke komplett verziehen.
Also das ist total wichtig, dass man beim Bügeln nicht darauf rumreibt und seinen Block verzieht, sondern wirklich das Bügeleisen von oben aufstellen, wieder abnehmen und vielleicht mit einem Klepper relativ schnell abkühlen. Ansonsten einfach kurzen Moment ruhen lassen oder eine Wollpressmatte nutzen. Die sind auch ganz, ganz, ganz toll für gute Ergebnisse. Und super akkurat zuschneiden, bügeln und akkurat nähen. Also es sind schon alle Komponenten, die zu einem sauberen Ergebnis führen. Genau. Und für jeden funktioniert aber ja auch wieder was anderes, ne? Also ich bin ja immer für alles ausprobieren und mal raus und dann rausfinden, was einem für einen selber irgendwie am besten passt. So, ich lasse euch jetzt hier einfach zugucken. Du kannst Ja, gerne gerne. weitererzählen. Es quietscht total, dieses Ding. So, ich habe die jetzt tatsächlich fälschlicherweise auseinandergebügelt. Im Schnittmuster habe ich es so gemacht, dass wir hier die Nahtzugabe nach, Moment, also quasi die hier stehen lassen und das jetzt so umklappen und hier bügeln und hier auch, weil dann kann man rasten. Ich mache es jetzt dann doch nochmal, Moment. So, ich korrigiere. Also das muss man Also. jetzt dazu sagen, ne? Mit richtig akkurat gebügelt statt gerollt wäre das jetzt ein bisschen flacher, ne? Also Ja, das ist schon eine tolle genau. Ich habe Hilfe, mich. aber das ist kein Ja. Ersatz eigentlich fürs Bügeln, wenn bei so einem ganzen Quilt Genau, oder einem ganz genau. Das ganzen ist jetzt Block. hier nur für die Demo-Zwecke, dass ich hier nicht noch mehr aufbauen musste. Ich sitze ja hier, ne, im Esszimmer. So. Ich werde gerade gefragt, ob ich morgen den fertigen Gingham-Quilt zeigen kann. Das kann ich gerne machen. Und welchen Sampler-Quilt ich nähe. Astrid, ich habe heute entschieden, dass ich das in meinem nächsten Newsletter zeigen werde, was ich nähe, und hatte auch eine Idee dazu, die ich mitteilen will. Im nächsten Newsletter. So hier, ihr seht, ich klappe das jetzt so um, einfach weil, das ist jetzt hier so ein Fall von, ne, ganz viele Stofflagen. Wenn ich jetzt hier so umknappe, da habe ich hier so einen Knubbel, das ist so lästig. Deswegen habe ich es im Schnittmuster extra so gemacht, dass was so rum umknappen. Hier, das kann man deutlich einfacher bügeln. Und hat jetzt hier auch den Vorteil, dass, wenn ich jetzt hier meine Reihen zusammensetze, ne, das ist in die Richtung gebügelt, das ist in die Richtung gebügelt. Wenn ich die jetzt hier rumklappe, dann rastet das hier an der Stelle ein. Könnt ihr das sehen? Da. Also hier die Nahtzugabe oben geht in die Richtung, hier in die Richtung und es rastet jetzt wunderbar hier ein, Genau, wenn hier man die an so der Stelle ineinander auch. schiebt, dann fühlt man das richtig, wie die ineinander Genau. stoppen. Ganz genau. Ja. Und da mache ich mir jetzt noch einen Pin rein an beiden Stellen. Auch gerne noch mehr, ich jetzt nicht, weil ich bin pinnfaul. Also ich pinne links und rechts von jeder Naht. Ja, ich pinne dann immer so einmal schräg durch. Aber wie gesagt, ich bin total pinnfaul. Wenn ich irgendwo Pins vermeiden kann, dann mache ich das. Und ich pinne, was das Zeug hält. So, auch wieder, weil ich nicht so oft aufstehen möchte. Pinne ich mir jetzt direkt beide Seiten dran und nähe jetzt einmal hier entlang und hier entlang. Vielleicht noch als Tipp: Hier kann man jetzt, wenn man die Naht noch näht, kann man hier hinten wunderbar sehen, wo quasi mein Punkt ist, wo sich die Spitze hier bildet, quasi auf der Rückseite, ne? Also man sieht hier, wo Genau. die Stoffe rauskommen. Und jetzt den versuche ich zu treffen. Also oder vielleicht sogar ein bisschen davor zu bleiben, damit ich mir nicht die Spitze abschneide. Ich kann das gleich nochmal zeigen, wenn ich das dann genäht habe. Dann halte ich das nochmal in die Kamera. Also da kann man auch nochmal so ein bisschen aufpassen, wenn einem das öfter passiert, dass man sich die Spitzen so abnäht. Und selbst wenn dann die Nahtzugabe ganz knapp wird, ist auch okay. Also selbst wenn die mal, also ich habe auch mal dann nur eine Achtel-Inch Nahtzugabe, weil ich will unbedingt den Punkt treffen, das geht. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie intensiv man quiltet. Wenn man da am Ende vier Linien drüber wirft und hat aber einen Quilt, der nur sehr wenig Nahtzugabe hat, dann ist das tendenziell gefährlich, dass sich das Ganze später nochmal löst. Wenn man den aber später gut quiltet, dann ist das gar nicht so schlimm.
So. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Also hier bin ich dann quasi möglichst, habe ich versucht, möglichst die Ecke zu treffen. Wenn ich das jetzt hier hochfalte, dann ist mir hier mein V quasi erhalten geblieben und ich habe das jetzt hier nicht irgendwie abgeschnitten. Ja. Sehr schön. So, und die Nahtzugaben dürft ihr jetzt mitmachen, was ihr möchtet. Auf, rumbügeln. Ne? Wenn man es halt jetzt nach außen bügelt, dann hat man hier wieder so einen dicken Knubbel. Ich persönlich nee, bügel gerne auf, aber es hat jetzt auch keinen Nachteil, was jetzt irgendwie, also man verpasst kein Einrasten oder sowas, ne, wenn man das in der Stelle jetzt irgendwie aufbügelt. So. Probier es mal. Guck so kritisch. Ich bin noch da, ja? Ich bin nicht weg. Alles gut, ich bin hochkonzentriert. Ich bin ja froh, dass du noch wach bist. Sind wir schon 2 Stunden über deine Schlafenszeit? Ungefähr. Ungefähr. Also normalerweise liege ich um 9 im Bett, aber ich schlafe dann noch. Ich brauche mal so Zeit zum Runterkommen, ne? Also wenn wir jetzt hier bis 21:15 nähen, dann brauche ich ja, also ich kann da nicht sofort schlafen. Naja, weil da so früh raus muss, ne? So, Es so tut mir sieht's leid, aus. dass wir dich hier zu so einer unliebsamen Alles Zeit gut. quälen. Das ist Alles total schön, gut. dass du bei uns bist. Das sieht wunderschön aus und ich bin beeindruckt, was du hier in so eine Viertelstunde zusammengezimmert hast. Viertelstunde? Ich So glaube. schnell? Ja, Ich glaube siehste. ja. So. So, und jetzt können wir noch die Reihen, ne, die hier zusammennähen. Und die und die und dann die Reihen Genau. wiederum. Ne, Die drei Reihen schmalen Teile zusammen, dann sind wir oben, schon den fertig, Mittelblock, links. den unteren und dann die 3 Reihen aneinandersetzen und der Block ist fertig. Genau. Nähst du Block für Block Denn oder nähst du, wenn du für dich nähst, angenommen, du würdest es jetzt als Quilt nähen und du müsstest ja jede Menge Sterne nähen. Da würdest du nicht Stern für Stern nähen, ne? Also bei dem Block habe ich das gemacht. Ich habe ja schon Blöcke hier für Tischläufer und auch für diesen Quilt angefangen. Und da habe ich tatsächlich Block für Block gemacht, weil durch diese Zweifarbigkeit komme ich da tatsächlich, bin ich da recht schnell durcheinander gekommen. Okay. Was, wie, wo, jetzt, an welchem Block und so weiter und so fort. Und dann hatte ich ja noch die Schwierigkeit für mich selber eingebaut, dass ich teilweise halt Linien stopfe und da musste ich mich auch nochmal konzentrieren und so. Da Okay. wollte ich da nicht zu viel machen. Wenn es jetzt ein unkomplizierterer Block ist, dann mache ich meistens so zwischen 3 und 5 Blöcke quasi parallel, die dann immer aus, ne, die ich auslege, mir Genau. alle greife, aufs Lineal lege, alles durch die Maschine jage und so weiter. Weil der Prozess des Nähens und des Bügelns, da musst du halt nicht groß nachdenken, ne? Das machst du Ja. dann halt alles hintereinander weg. Tini möchte Nur dann einmal jedes wissen, wie Mal. groß der Mittelblock jetzt ist, weil der würde ja auch schon so gut gefallen. Ja, Moment, ich messe und hoffe, dass ich akkurat genäht habe. 8,5 mal 8,5 müsste das Super. sein. Inch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Siehst du? Jetzt muss ich hier wieder auslegen. Bin ich schon durcheinander gekommen. So was. So. So. Also. Hier fange ich immer an und pinne in der Mitte, weil hier habe ich die Nahtlinie, die auf meinen Punkt hier trifft. Ne? Das heißt, ich lege das hier möglichst genau übereinander, damit sich mein Punkt schön trifft. Mache hier einen Pin rein. Und wer fleißig ist, macht jetzt da und da noch einen Pin rein. Ich nicht. Ich bin nicht fleißig. So. So, also das habe ich schon mal gepinnt und das mache ich jetzt hier mit und hier mit. Die sind ja ganz easy hier, ne? Da muss man keine Punkte treffen. Und hier ist auch jetzt wieder ganz wichtig, ne? Ich habe hier wieder mein H-Square-Triangle und ich will hier ja eine Ecke haben, deswegen hier definitiv kein Scant Quarter Inch. Hier einen echten Quarter Inch, weil sonst rückt mir meine Ecke hier halt zu nah an diese Kante und dann schneide ich mir meine Sternspitzen dann mit der nächsten Naht ab. So.
ist so leise. Ich denke Ich immer, bin wenn ich total das fasziniert. Ich gucke gucke. dir total gern beim Nähen zu. Ich habe ja gerade die Perspektive, die sonst die Zuschauer so haben. Wobei, wahrscheinlich, nee, die sehen mich nicht so viel nähen. Das wäre gelungen. Aber ich finde das total meditativ. Ja. Ja, mag ich. Ich denke immer, also ich habe immer das Gefühl, dass sobald du nähst, hast du immer das Gefühl, du musst das dann irgendwie auch so ein bisschen die Stille füllen. Und ich kann das jetzt gerade so gut nachempfinden. Ich denke die ganze Zeit, oh, sieht sie mich noch? Bin ich noch da? Ist die Ja, Verbindung schlecht das oder ist halt so? immer so ein bisschen doof, wenn es dann so ruhig ist im Live, aber es kostet sehr viel Konzentration, gleichzeitig das Richtige zu nähen, aber irgendwie auch dem Chat zu folgen oder so. Also das sind die Momente, die für mich dann auch tatsächlich schwierig sind, allem zu folgen, ne? Weil am Ende des Tages so einen Block zusammensetzen kostet jetzt auch Konzentration, dass man eben die richtigen Stellen aneinander näht. Ich nähe jetzt einmal schnell, jetzt ist laut, jetzt kann ich dich gerade nicht hören. Nehme das jetzt auch, ne? Du siehst, ich nähe hier tatsächlich Kette. Ich schneide mir das, also ich mache es dann, manche gibt es dann, die dann die das direkt, also das dran lassen, ne? Und dann einfach die andere Nee, Seite. das Das mache mag ich ich auch nicht so nicht. gerne. Sondern ich nehme mir die auseinander und dann die andere Seite per Kette. Nicole fragt sich, was wir denn morgen bitte machen, wo wir jetzt den Blog schon fertig haben. Ja, wir haben darüber nachgedacht, dass Hatschnur. wir mal ein bisschen weitermachen dann morgen, ne? Das Ding zusammensetzen. Diana fragt, ob wir überhaupt 3 Tage. Nee, vielleicht sind wir morgen schon fertig. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht trinken wir am Donnerstag einfach Kaffee zusammen. Oder Tee. Ich wollte gerade sagen, kein Kaffee. Da schläft er ja noch, schläft er ja noch schlechter. Fängt der Abend doch erstmal an. Und Ola findet, morgen erholen wir uns von heute. Morgen gibt es ja auch noch eine ganz tolle Veranstaltung vom Quilt-Kollektiv. Also wer voll dabei bleiben will, der kann ja da morgen auch mal reinschauen. Und morgen können wir mal in Ruhe quatschen. Ja, auch das muss, dafür Genau. muss Zeit sein. Sonst wäre das doch nur der Genau. halbe Spaß. Ina ist für Gin Tonic. Oh, den trinke ich aber auch. Den trinke ich auch mit. Ich dir mal sagen, ich habe noch nie Gin Tonic getrunken. Noch nie? Nie. Barbara. Ich weiß auch nicht. Manche Dinge laufen sehr komisch in meinem Leben. Das machen wir zusammen, wenn ich das nächste Mal nach Ich Bochum bin dabei. komme. Muss man da nicht immer Sachen reinschmeißen? Irgendein Zeug, Nö. Wacholder, Oliven, irgendwas, was die Küche noch Nee, du überhaupt. kannst entweder eine Gurke, also ich trinke es entweder mit einer Gurkenscheibe, aber noch lieber mit einer Scheibe Zitrone oder Limette. Ich persönlich jetzt, ne? Aber Also wenn wir uns das persönliche. nächste Mal sehen, komme ich bewaffnet. Und ich werde bleiben müssen, weil dann kann ich nicht mehr nach Hause fahren. Genau. Ich habe ein Gästebett, Das Barbara. hast du dir jetzt eingebrockt. Ja. Mein Gästebett steht quasi neben der Nähmaschine. Das ist super. Aber ich glaube, in dem Zustand sollte ich dann auch nicht mehr nähen. Nee, das stimmt. Dann ist nur noch Freestyle angesagt. Nadja möchte wissen, welches Betting du für den Läufer genommen hast. Ich benutze für quasi alle meine Quilts immer Warm in White oder Warm in Natural. Da bin ich, ich glaube, ich bin einfach ein unfassbares Gewohnheitstier. Und ich habe da mittlerweile auch eine Riesenrolle von. Und ich habe einfach Reste genommen. Also ich habe dann einfach einen Streifen Rest da verwertet. Also ich bin da gnadenlos. Alles, was kleiner ist als ein Quilt, kriegt Reste. Ja, genau. Und Quilts kriegen für mich auch Reste. Also Ja, kriegen bei auch mir auch das. Reste. Wobei Irgendwann ich ein bisschen überkommt Unterschied mich mache. dann. Also wenn ich Und einen Quilt nehme, dann. der mir jetzt irgendwie unfassbar viel Arbeit gemacht hat und der so ein bisschen so ein Schätzchen ist, der kriegt was Neues. Ich mag gerne Reste, also Quilts, die mit Scraps mit Resten genäht sind, dann nehme ich dann halt, also es passt ja dann thematisch, ne? Da Dann wird da sind alles auch Innenreste. aufgebraucht. Genau. Ja, So, jetzt also. habe ich meine rein. Aber es ist schon so, wenn ich so ein Baby habe, an dem ich jetzt echt lang gearbeitet habe, der kriegt was Neues, dem gönne ich das. Ja. Ja, schon irgendwie. Blöd eigentlich, man fühlt das überhaupt nicht, wenn man das zusammensetzt. Genau, finde ich auch. Also.
Man merkt das nicht. So, und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Also ich habe es im Schnittmuster und hier das nach innen gebügelt. Ja? Kann man auch andersrum machen. Mir persönlich, so, ich fand es jetzt hier an der Stelle so angenehmer, einfach damit ich hier wieder diesen Effekt mit dem Rasten habe. Aber man darf es auch andersrum machen. Also das eine nach innen, das andere nach außen. Oder alles auf, geht auch. Ich habe es jetzt einfach nur, ich wollte halt gerne diesen Rasteffekt hier haben und habe es dann jetzt mir so ausgesucht. Aber es geht auch anders. So. Ella sagt gerade, langsam verstehe ich, warum Steffi so unfassbar produktiv ist. Ja, ich ja. So. Ich habe mal einen Nachmittag mit Steffi genäht. Ich war gerade noch dabei, Hallo zu sagen und mir was zu trinken einzugießen. Da hatte die Drittel ihres Kühls zusammengetackert. Und es war ein Paper-Piecing-Projekt. Also das war unglaublich. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Und schob die ganze Zeit Sachen durch ihre Maschine. Die ganze Zeit. Und, also das war unglaublich. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so schnell näht wie du. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin immer in meinem Kopf sogar noch drei Schritte weiter oder drei Ideen weiter und dann, ja. Jetzt wird aber ich fühle mich philosophieren. Stress. Ich lerne also, gerade, da gehört überhaupt keine Olive rein, das wäre Martini, sondern Gurke oder Zitrone. Oder Zitrone, ne? Ich mag auch gern Limette. Limette. Aber trinken das nicht manche mit Wacholder? Gibt es da nicht? Da ist Wacholder Sachen, drin. Reinschmeißen kann? Oder? Es wird doch mit Wacholder gebrannt, oder? Ja. Ich habe mal eine Gin-Tour gemacht in Edinburgh und da wurde das erklärt. Ich habe dabei Gin getrunken, also so viel habe ich mir dann gemerkt. Okay. So. Ute, war nicht ursprünglich geplant, dass sich die Termine von Das mache ich nachts in einem Kühlkollektiv nicht überschneiden? Ja, das war geplant, das ist auch echt unser Ziel gewesen, aber es ging jetzt einfach ein paar Mal nicht anders, weil heute wir einen Termin brauchten, wo sowohl Steffi als auch ich konnten und es gibt ja auch einen Gast im Kühlkollektiv und die müssen sich ja auch abstimmen und wir können es halt leider nicht immer so sicherstellen. Aber das Gute ist ja, es wird ja alles aufgezeichnet und du kannst in aller Ruhe das eine nach dem anderen gucken. Ich hoffe, man hört dich jetzt. Brigitte fragt, was mit Thermolam ist. Man kann Thermolam in den Läufer packen, überhaupt kein Problem. Ist nicht mein bevorzugtes Vlies dafür, aber du kannst es machen. Soft and Stable würde ich, glaube ich, du kannst das machen. Du kannst ja auch Soft and Stable in Tischsets nähen, haben wir ja auch schon gemacht. Ich glaube, ich würde das in Läufer nicht packen. Also Soft and Stable hat ja immer dann Sinn, wenn du etwas sehr stabil haben willst. Und Läufer ist an sich in sich stabil. Also es ist ja von allen Fliesen eigentlich so ziemlich das teuerste. Und ich glaube, ich würde das nicht verwenden. Weil wegen Geld. Glaube ich. Ja, du hast halt keine Vorteile, oder? Also bringt dir an der Stelle. Das hat den Vorteil, dass du das sowohl in die Waschmaschine als auch in den Trockner decken kannst und es nie sich verändern würde. Es würde nicht einlaufen oder gar nichts. Mhm. Also es ist schon sehr, sehr praktisch. Ja, für mich ist irgendwie so ein Läufer immer so ein kleiner Quilt und ein Quilt gehört kein Schaumstoff. Also, ja. Aber das ist meine persönliche Meinung und das sagt jetzt auch nicht viel. Wenn du das total gerne in der Konsistenz hast, kannst du das absolut machen. Silvia schreibt, am Donnerstag muss ich mir das Videoteil 1 als Dauerschleife laufen lassen, damit ich klarkomme. Und am Ende willst du ganz sicher Gin, weil du sehr viel darüber gehört hast. Genau, ganz genau. Oder dabei einen Gin trinken, dann fluppt das. Dann fluppt das, absolut. Und Judith wollte dir nochmal auf den Weg geben, dass wenn man in Edinburgh ist, man doch besser eine Whisky-Tour machen sollte. Ja, ich war quasi arbeiten in Edinburgh. Ich war auch schon froh, dass ich Ach so, dann hast du einfach beide Touren gemacht. Unterbringen konnte. Ja. So, fertig. Nicht gebügelt. Ich muss das nochmal richtig ordentlich bügeln. Das sieht aber super aus. Doch immer. Liebe Steffi, das ist wunderschön geworden. Wir haben 21.49 Uhr. Du kriegst. Ich kann es gerade selber nicht wieder, fassen, dass schon wir das. Wieder ein Sternchen haben. In dein Heft. Unglaublich. Für einen wunderschönen Blog in vor der Zeit erledigt. Das ist sensationell. Was du alles tust, damit du pünktlich ins Bett kommst. Genau. Ja. Ja. Steffi, ich danke dir sehr. Ich frage jetzt noch einmal, ob es Fragen gibt. Ganz viel Lob für deinen wunderschönen Blog und für das schöne Ergebnis. Gibt es noch Fragen?
Unglaublich. Möchtest du Punktabzug für nicht gebügelt? Auf gar keinen Fall. Guckt euch das mal an, wie gut so ein Kühlblock aussehen kann, obwohl er nie das Bügeleisen gesehen hat. Das ist sensationell. Nicole findet, sie hatte heute viel gelernt. Das finde ich total schön. Liebe Steffi, ich habe auch was gelernt. Ich Super. danke dir dafür. Ich fand das Bitte. nochmal ganz Ich super nehme. und das am ersten Abend. Gewöhnt euch überhaupt nicht dran. So geht das hier nicht weiter. Das ist, wenn Steffi unser Gast ist, dann wird hier gerockt. An allen anderen Veranstaltungen läuft das hier anders. Gechillt, ja. Und Ulrike findet, du hast das ganz toll auch für einen Neuling erklärt. Da kann ich mich absolut nur Super. anschließen. Vielen, vielen Dank für deine Geduld. Das freut mich. Und ja, ich gucke jetzt einmal ganz kurz. Ja, du hast uns hier heute schwerst verwöhnt. Ich sehe keine Frage. Sollte eine Frage noch kommen, werde ich sie dir im Nachgang stellen und sie morgen mitbringen. Wir lassen dich jetzt in die Ja, Nacht, das kann man machen. Ihr liebe könnt mich auch Steffi. immer auf Instagram erreichen. Da bin ich immer unterwegs. Das ist Das meine möchte ich doch bitte an Plattform. der Stelle nochmal sagen. Genau. Die liebe Steffi hat einen Instagram-Kanal. Unter Quiltwerke findet ihr sie. Und sie hat auch eine Internetseite. Und die Steffi hat auch Anleitungen, die sie schreibt. Und zwar auf Deutsch, Quiltanleitung. Sie ist ja nicht nur bei uns hier ab und zu mal unterwegs, sondern sie macht ja auch eigene Sachen. Und wenn ihr der Überzeugung seid, dass das, was die Steffi hier macht, super, super gut erklärt ist, dann kann ich euch versichern, dass ihre Anleitungen alle so gut sind. Und dass ihr Newsletter und ihr Instagram-Kanal eine absolute Bereicherung sind, weil sie dort super viele Sachen teilt, in kleinen Videos, ganz viele Tipps. Also, wenn euch das interessiert, dann schicke ich euch in jedem Fall rüber zu Steffi und da könnt ihr ganz, ganz viel schöne Sachen sehen, weil es ist in der Tat so, Steffi näht in einem unfassbaren Tempo, ständig einen neuen Quilt. Also das Ja, ist auch ein, tatsächlich. immer Ich ein nähe Quell der nur. Inspiration, Ja. was man bei dir sieht. Aber man kann auch einfach ganz viel lernen. Und ich bin dir da ganz dankbar, dass du dein Wissen so bereitwillig mit uns teilst. Und ich möchte euch den Newsletter, ganz dringend den Newsletter, die Seite mit ihren Anleitungen und den Instagram-Kanal ganz doll ans Herz legen. Wie heißt die Internetseite? Willst du es einmal ansagen? www.quiltwerke.com. Alles Einfach der Name, zusammengeschrieben, aber komm am .com. Ende. Und ja, eine Mit DE absolute landet er auch Empfehlung. bei Wenn mir. ihr habt ja vielleicht eure ersten Erfahrungen schon gemacht. Die Steffi hat mit uns im November Paper Piecing gemacht. Super, super schöne Anleitung. Wir haben im Februar zusammen EPP gemacht. Wir haben jetzt hier Half-Square Triangles und Flying Geese gemacht. Und wir werden auch weiter Sachen miteinander machen. Also wir werden die Meine, Steffi nichts in mit diesem Jahr Quiz das nächste wiedersehen. Mal, ne? Bitte? Ja. Das nächste Mal machen wir mal ausnahmsweise nichts mit Quilts. Da kann ich auch kein Quilt rausholen aus der Nein. nächsten Anleitung. Habe ich ja immer Ich traue dir versucht zu, dass du bisher, das ne? noch Aber irgendwie schaffst, aber es diesmal ist nicht nicht. geplant. Also wir haben schon die nächsten Pläne und auch darauf freue ich mich schon total. Also Ich auch. wir haben das riesengroße Glück, dass uns Steffi hier erhalten bleibt und sich immer wieder als Gast dazu meldet. Ich bin dir riesig dankbar. Und ja, das zu Steffi. Wo finde ich Steffi? Nochmal. Es ist @quiltwerke, ein Wort, Quilt, wieder Quilt, Werke, Werke, auf Genau, bei Instagram. Instagram. www.quiltwerke.com ist die Website und dort kannst du dich, wenn du nach ganz unten scrollst, zum Newsletter anmelden. Und auch Genau, der oder ist Instagram absolut. übers Bitte? Profil. Da habe ich Instagram übers Profil habe ich mittlerweile auch einen Linktree. Ich werde ja komplett professionell hier Super, das jetzt wusste ich nicht. mittlerweile. Also, wenn du bei Instagram die Steffi gefunden hast, dann musst du nur in die Bio gehen und da findest du den Link zu allem anderen. Also, das ist eine ganz, ganz große Empfehlung. Das wirst du nicht bereuen. Da bin ich mir sicher. Ja, Also, liebe bei Instagram Steffi, findet er mich tausend Dank. immer. Sehr, sehr, sehr gerne. Es macht jedes Mal so viel Spaß. Das ist echt immer mein Highlight hier. Die Ach, das ist so schön. Box und die Ich hab immer den Boxwoche. Eindruck, danach am nächsten Tag sitze ich hier und denke, pff, was machst du jetzt ohne Steffi? Weil das ist schon was anderes, ne? Also auch für mich, ne? Wenn einer näht und man kann so direkt auf Fragen eingehen, das ist, ich merke schon immer, wie viel cooler das ist Ja. und wie viel man geschafft kriegt, wenn man das zu zweit macht und auch sich miteinander Ja. unterhalten kann und Fragen auch diskutieren kann. Ich finde es cool. Aber Naja. naja, wir werden das ja wieder mal machen. Wir machen das wieder, genau. Wir machen das wieder. Also, So, bis morgen gucke bald ich auf einen zu. Gin und Auf komm einen erstmal gut Gin. in die Nacht. So machen wir es. Und das gilt für euch alle. Tausend Dank, dass ihr heute eure Zeit mit uns verbracht habt. Das war wie immer total schön, wenn auch ungewohnt im Tempo. Jetzt alle tief durchatmen. Morgen kommt hier wieder Ruhe rein. Und ich freue mich auf euch. Es war ein schöner Abend mit euch. Danke dafür. Bis